Okay, Ich dann würden wir jetzt starten, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Interessierte, liebe Presse. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Henrik Werner. Ich bin Sprecher des Kreisverbands Gifhorn von Bündnis 90 Die Grünen und wir freuen uns sehr auf diesen heutigen Abend, auch wenn wir es heute meist mit wenig erfreulichen Themen zu tun haben werden. Und auch das Buch zeigt uns eher die dramatischen Seiten des Lebens. Deshalb ist es aber wichtig, dass wir darüber heute sprechen und genau das werden wir heute tun. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch unsere überaus tollen ReferentInnen, angefangen mit Pat, studierter Journalist, Autor, Trau- und Trauerredner und, das hört er jetzt wahrscheinlich selbst nicht gerne, aber wahrscheinlich das, was man einen Influencer nennt. Dominik und Leon, Projektleiter und stellvertretende Projektleiterin zur Gründung des queeren Netzwerks Gifhorn e.V. und zuletzt natürlich auch Nike von der Grünen Jugend Gifhorn, die sich alleine aufgrund des Alters vermutlich noch am besten in die Situation des damals noch jungen Pets im Buch hineinversetzen kann. Und zuletzt begrüße ich natürlich auch noch meine überaus geschätzte Co-Sprecherin und Landtagsabgeordnete Imke Biel, die den Abend heute mit mir zusammen moderieren wird. Bevor wir nun schweigen und das Wort abgeben, folgen jetzt noch ein paar technische Hinweise und eine kurze Erläuterung zum Ablauf durch Imke. Ja, herzlich willkommen auch von mir und danke, Henrik, für die lieben Worte. Das klang ja alles sehr toll. Zur Technik. Wir zeichnen dieses Webinar oder diese Lesung auf. Das heißt, wenn ihr irgendwie das Kind schreit oder die Katze kommt dazwischen, ihr verpasst irgendeinen Teil, wir werden das auf unsere Website stellen. Ihr könnt also das Ganze den ganzen Abend auch nochmal anschauen. Wir haben ein Frage-Antwort-Tool eingerichtet, wo ihr auch anonym, also auch wir sehen da nicht, wer ihr seid, Fragen stellen könnt, falls euch Fragen an die ReferentInnen, an Pat und die anderen auf der Seele brennen. Wir gucken dann, wie viel wir davon dran nehmen können, denn Lesung plus politische Diskussion an einem Abend ist natürlich, da haben wir uns viel vorgenommen heute. Wenn ihr jetzt merkt, dass ihr Henrik und mich schlecht versteht akustisch, dann wählt euch doch gerne auch per Telefon ein, also über euer Festnetztelefon oder über Handy. Sebastian, der heute dankenswerterweise den technischen Support im Hintergrund macht, der hat euch gerade schon mal die Nummer, die ihr dafür braucht, in den Chat geschrieben. Den Chat, den haben wir euch auch geöffnet sozusagen. Also ihr könnt auch in den Chat schreiben. Bitte keine Paralleldiskussion. Wir wollen uns ja eigentlich auf das Webinar und auf die Lesung konzentrieren, aber da habt ihr trotzdem noch mal die Möglichkeit, auch euch untereinander auszutauschen oder noch mal irgendwas zu kommentieren, was euch besonders auf der Seele liegt. Genau, kurz zum Ablauf. Die ReferentInnen stellen sich einmal ganz kurz nochmal selber vor. Dann hören wir ein paar Passagen aus dem Buch, was ihr, falls ihr es noch nicht gelesen habt, auf jeden Fall noch lesen solltet. Und da kriegen wir sicher dann ganz, ganz große Lust darauf auch. Und dann sprechen wir eben über das Buch, über das Gehörte und auch die Situation für queere junge Menschen im Landkreis Gifhorn. Genau, Henrik, das war es erstmal von mir. Jawohl, vielen Dank, Imke. Ich würde euch dann bitten, euch ganz kurz vorzustellen, vielleicht zwei, drei Sätze zu eurer Person, wo ihr herkommt und was ihr so macht, wenn ihr nicht gerade wie heute in einem Online-Webinar seid. Und Dominik und Lien, euch würde ich auch bitten, noch ein paar Worte zu eurem Verein zu verlieren. Und vielleicht möchtet ihr ja auch anfangen. Ihr habt das Wort. Ja, gerne. Also, wie du schon angekündigt hast, mein Name ist Dominik Ruder. Ich bin die Projektleitung des Projekts Queeren Netzwerks oder das Queere Netzwerk Gifhorn. Wir sind gerade dabei, das zu gründen und warten nur auf ein Lockdown-Ende, um das offiziell machen zu können. Alles andere steht quasi fest. Und bin daneben noch die Jugendgruppenleitung der Queeren Wespen Gifhorn, das heißt der ersten und bisher einzigen queeren Jugendgruppe in Gifhorn, die wir bisher haben. Ja, wenn ich mich nicht damit beschäftige, dann spiele ich den Lehrer bei uns an der Hauptschule in Gifhorn und arbeite da ganz fleißig mit den Jugendlichen und Kindern. Und genau, zum Verein. Wir haben als Jugendgruppe quasi angefangen, oder ich habe die damals gegründet, vor November 2019 war das, glaube ich, wo wir angefangen haben und haben da relativ schnell guten Zulauf bekommen und haben dann diesen Zulauf genutzt, um dann jetzt quasi aus der Jugend heraus einen Verein gründen zu können, einen Trägerverein, der sehr viel mehr schafft, der mehr Angebote schafft, der mehr Beratungsplätze schafft,
der auch mehr Veranstaltungen, mehr Kultur, mehr Bildung im queeren Bereich in Gifhorn schafft. Und da sind wir gerade ganz fleißig dabei, dieses Ziel weiter nach vorne zu treiben. Ja. Super, vielen Dank. Lien, möchtest du noch was ergänzen? Also ich kann nicht viel ergänzen, weil Dominik ja alles schon gesagt hat. Ich kann halt höchstens nur dazu sagen, dass ich halt die stellvertretende Leitung bin von den Queeren Westen und ich quasi für Social Media zuständig bin. Und ja, wenn ich quasi nicht hier bin, bin ich hier in Gifhorn im E-Center tätig. Ja. Super. Ja, vielen Dank an euch. Wir hatten ja auch schon die Tage mal besprochen. Es ist wirklich großartig, was ihr da auf die Beine stellt. Und jetzt würde ich aber nochmal an Pat übergeben. Du wirst ja gleich ziemlich viel über dein früheres Ich erzählen, aber jetzt vielleicht noch ein paar Worte zu dir und deinem jetzigen Ich. Hört ihr mich? Ja, okay. Ja, eigentlich hast du eigentlich schon alles gesagt. Ich bin Pat, komme aus Uetze, ursprünglich aus Braunschweig. Ja, bin Trau- und Trauerredner. Ja, habe ein Buch geschrieben. War letztes Jahr bei Big Brother, was mir natürlich auch eine gute Reichweite verschafft hat, um gewisse Themen anzusprechen. Und ja, ach so, und 31 bin ich. Oh, ich danke dir, lieber Pat. Und dann möchte ich zuletzt jetzt noch an Nike übergeben. Du hast das Wort. Ja, ich bin Nike Reinsch, seit einem Jahr als Mitglied der Grünen Jugend Gifhorn. Nebenbei bin ich noch Schülerin der IGS Sassenburg, bin derzeit im 9. Jahrgang und komme vom Dorf, von einem kleinen Dorf im Landkreis Gifhorn. Super, ich danke euch allen für diese kurze Runde und uns erwarten heute Themen wie Mobbing, Outing, notwendige Angebote und Unterstützung für junge, queere Menschen. Und wir wollen den Versuch wagen, aufzuzeigen, was eigentlich passieren muss, damit ja gerade solche Erlebnisse, die Pat in seinem Buch beschreibt, andere junge Menschen nicht durchleben müssen. Und damit würde ich nun das Wort an Pat übergeben. Erneut vielen Dank, dass du da bist und hieran teilnimmst, der uns jetzt aus seinem Buch »Vielleicht liebst du mich übermorgen« vorlesen wird. Du hast das Wort. Vielen Dank. Kurz vorweg, ich habe natürlich mir ein paar Passagen rausgesucht, die heute thematisch einfach am besten passen. Das ist das Buch. Es geht hauptsächlich um eine homosexuelle Liebe. Die erste große Liebe, das ist der Hauptteil des Ganzen, umzingelt von Nebengeschichten wie Essstörung, Mobbing, Coming Out. Und ja, ich habe mir extra diese Stellen für diesen heutigen Abend rausgesucht, dann für die Leute, die sich für das Buch interessieren, damit es nicht gespoilert wird und ihr die andere Geschichte noch erfahren könnt. Und ansonsten die Themen, die eben heute passen, habe ich mir ganz fleißig hier markiert. Es könnte sein, dass es etwas zusammenhangslos wirkt, weil ich extra diese Passagen gewählt habe. Wenn ihr die Zusammenhänge aber noch erfahren wollt, der kauft es. Okay, ich lese jetzt einfach mal und es kann sein, dass ich dann also zwischen den Texten kurz mal was erkläre, falls etwas ja, irritierend wirkt. Gut. Also das Buch beginnt mitten in einer Situation. Ich fange jetzt etwas später an, genauso mitten in einer Situation. Ach ja, fast hätte ich meinen Chat auf Knuddels vergessen. Knuddels war für mich wie ein heiliger Gral. Ich hatte endlich die Möglichkeit, mich mit Gleichgesinnten auszutauschen, mit schwulen Jungs. Dass ich das männliche Geschlecht interessanter fand als Mädchen, wusste ich bereits seit einigen Jahren. Denn als ich in die Pubertät kam, lief die zweite Staffel Big Brother in den deutschen Flimmerkisten. Ein Reality-Format, für das ein paar Wahnsinnige für mehrere Monate in ein Haus bzw. einen Container gesperrt wurden, um sich rund um die Uhr von Kameras bewachen zu lassen. Als Belohnung für 100 Tage Durchhaltevermögen winkten dem Sieger satte 250.000 D-Mark. Eine nette Gage. Zugegeben, ich hätte es auch gemacht. Ich hatte diese Sendung geliebt, nicht nur, weil ich es äußerst spannend gefunden hatte, wie ein Bewohner nach dem anderen seine Nerven verlor, sondern wegen eines ganz besonderen Kandidaten. Walter, ein dunkelhaariger Österreicher mit einem muskulösen Körper, der perfekt war.
Nicht zu viel und nicht zu wenig. Eben genau richtig. Als wäre das nicht schon reizvoll genug, verzauberte er mich jeden Abend mit seinem sympathischen Dialekt und einem Lächeln, das mich förmlich zum Schmelzen brachte. Diese Grübchen, ein Traum. Ich hatte täglich eingeschaltet und ließ mir jede Folge auf Kassette aufnehmen, falls ich sie verpasste. Je länger ich Walter beobachtet hatte, desto stärker fiel mir auf, dass ich in ihm nicht nur ein Vorbild sah. Dazu sei gesagt, dass für mich jeder gut aussehende Mann ein Vorbild war. Wenn er dazu auch noch sympathisch war, dann wünschte ich ihn mir ebenso als großen Bruder. Als verwöhntes und doch unzufriedenes Einzelkind wollte ich sowieso immer Geschwister haben. Ich spürte allerdings, dass ich mir Walter nicht als Bruder wünschte. Es war etwas anderes, wonach ich mich bei ihm sehnte. Brüderliche Empfindungen waren es jedenfalls nicht. Anfangs konnte ich meine Gefühle nicht einordnen. Sie waren mir völlig neu. Ich wusste, ich mochte diesen Kerl sehr, ohne ihn persönlich zu kennen. Eines Nachts verhalf mir dann ein feuchter Traum dazu, die Gefühle, die ich hatte, deuten und einordnen zu können. Ich war Hals über Kopf verknallt in einen Mann, in Walter. Bisher hatte noch niemand diese Gefühle in mir ausgelöst, weder im echten Leben noch durchs Fernsehen. Während die Mädels aus meiner Klasse für die Backstreet Boys schwärmten, war ich eher Team Spice Girls. Besonders Victoria Beckham fand ich toll. Ja, okay, vielleicht war ich sogar ein bisschen in sie verliebt, dachte ich zumindest, denn rückblickend betrachtet war das wohl nur diese übliche kindliche Schwärmerei gewesen, die mir die Gesellschaft aufgezwungen hatte. Wenn ich mich verliebte, dann doch bitte in eine Frau. So hatte ich es gelernt. Mädchen schwärmten für die süßen Kerle einer Boyband. Die Jungs, wenn überhaupt, für Mädchen. Wobei die Jungs in dem Alter eher wenig Interesse am anderen Geschlecht hatten. Auch nicht für Sängerinnen. Die hatten dann eher Fußball im Kopf. Ich war in jeglicher Hinsicht anders. Schon immer. Ich störte mich auch nicht an meiner neuesten sexuellen Erkenntnis. Dann stand ich eben auf Männer. Für mich war das in Ordnung. Ich war sowieso viel zu beschäftigt damit, mir hübsche Typen anzuschauen, statt mein Dasein in Frage zu stellen und mir den Kopf zu zerbrechen, wie verwerflich es wohl wäre, schwul zu sein. Zugegeben sah ich nicht alles so locker. Als meine Mutter von meiner Homosexualität erfuhr und halbwegs gelassen reagierte, fiel mir schon ein riesiger Stein vom Herzen. In meinen Vorstellungen reagierte sie zwar noch gelassener auf die magischen Worte »Mama, ich bin schwul«, als es dann tatsächlich der Fall war, aber sie musste es wohl erstmal sacken lassen. Meine Mama tolerierte alles und jeden, solange er glücklich damit war. Ich hatte es demnach mit meinem Outing ziemlich leicht bei ihr. Meinem Vater hingegen, ein eingesessener Biker und Präsident eines Motorradclubs, wollte ich davon lieber nichts erzählen. Der bekam schon einen halben Herzinfarkt, wenn er homosexuelle Handlungen im Fernsehen sah. Und waren es bloß zwei händchenhaltende Männer. Dann regte er sich so sehr darüber auf, dass er rot anlief und sich in Rage redete. Wie kann man so etwas im Fernsehen zeigen? Und das im Vorabendprogramm, wo auch Kinder noch wach sind. Ekelhaft. Mir war klar, dass er die Hölle gefrieren würde, als dass ich ihm davon berichtete, wie anziehend ich beispielsweise Walter aus dem Big Brother Haus fand. Das wäre für ihn der absolute Worst Case gewesen. Dicht gefolgt von meinen schulischen Noten in Mathe. Das war ihm nämlich auch sehr wichtig. Erfolg. Mit aller Strenge versuchte er, aus mir einen Abiturienten zu machen. Sein Sohn ein Realschüler. Dieser Zustand war für ihn wie meine Mathe-Noten. Mangelhaft bis ungenügend. Mein Gott, hatte ich viele Nachmittage meiner Kindheit damit verbracht, unter seiner strengen Aufsicht Gleichungen zu lösen. Löste ich sie nicht schnell genug, konnte ich dabei zusehen, wie sein Kopf die Farbe einer Tomate annahm. Es dauerte darauf folgend nie lange, bis dieser rote Kopf förmlich zu platzen drohte. Er erinnerte mich dann immer an einen Stier in der Arena. Meine Rolle in diesem Stierkampf? Das rote Tuch. Die Zündschnur meines Vaters war so lang wie ein Mäuseköttel.
dementsprechend laut wurde es bei uns, wenn ich mal wieder mit einer 5 nach Hause kam. Und das war eher die Regel als eine Ausnahme. Er brüllte manchmal so laut, dass er zu husten anfing. Mit deinem Zeugnis wirst du dir den Arsch abwischen können, war dabei einer seiner wiederkehrenden Standardsätze. Manchmal äffte ich ihn leise nach. Er hörte es nie. Dafür war sein Organ selbst zu laut. Er brüllte und brüllte und ich wartete ab, bis er so stark hustete, dass er aufgab und ich in mein Zimmer verschwinden konnte. Ein Choleriker vor dem Herrn. Ich hatte es gehasst. Die beste Note meiner bisherigen mathematischen Schullaufbahn war, trotz aller Bemühungen, nur eine einmalige 3. Immerhin befriedigend. Da war mein Vater sogar etwas stolz. Super, mein Junge, geht doch, lobte er mich. Wenn er dann mal seine selten liebevollen Phasen hatte, in denen er mich gar hin und wieder in den Arm nahm, überforderte mich das enorm. Es war mir unangenehm und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. So fremd war es mir. Ich war jedes Mal froh, wenn ich seiner Umarmung irgendwie entfliehen konnte. Zu häufig hatte ich das Gefühl, dass Papa in mir den reinsten Versager sah. Und dann war ich auch noch sein einziger Sohn. Man möge sich vorstellen, was passiert wäre, hätte ich die magischen Worte an ihn gerichtet. Papa, ich bin schwul. Ich mochte nicht einmal darüber nachdenken. Schlafende Hunde sollte man bekanntlich nicht wecken. Wobei mein Vater höchstens im Halbschlaf gewesen sein konnte. Schließlich war ich nie der Sohn, der im Park auf Bäume kletterte, sich im Wald kleine Höhlen baute oder täglich mit eingesauten Klamotten nach Hause kam. Ich raufte mich auch nie mit anderen Schulkameraden. Stattdessen erfüllte ich das Klischee eines angehenden schwulen Jungen voll und ganz. In den alljährlichen Dänemark-Urlaub, den mein Vater mit seinem Biker-Club jedes Jahr im Herbst veranstaltete, fuhr ich immer gerne mit. Aber nur, wenn auch die Frauen dabei sein konnten, sprich auch meine Mutter. Bei einem Stadtrundgang mit der ganzen Truppe hatte ich einmal meinen Vater überredet, einen Blick in dieses riesengroße Spielwarengeschäft werfen zu dürfen. Er und seine Biker-Freunde warteten derweil, bis ich fertig war. Kurze Zeit später kam ich herausgelaufen und schrie wie verrückt, dass es dort sogar eine Puppe mit dunkler Hautfarbe gäbe und ich diese doch unbedingt haben müsse. Mit einem drohenden, gleichzeitig verzweifelten Blick versuchte mein Vater, meine Tonlage herunterzuschrauben. Ohne Erfolg. Jeder hatte es mitbekommen und ihm war es offensichtlich mehr als unangenehm, dass sein Sohn statt eines ferngesteuerten Autos oder einer Ritterburg nach einer Puppe schrie. Natürlich hatte ich diese Puppe bekommen, aber von meiner Mutter. Ich war schließlich ein verwöhntes Einzelkind, wie es im Buche stand. Auch mein Kinderzimmer glich einem absoluten Barbie-Paradies. Keine meiner Freundinnen hatte so viele blonde Püppchen in ihrem Regal. Wenn ich also gerade mal nicht damit beschäftigt war und mit mathematischen Gleichungen gequält wurde, verbrachte ich meine Zeit nach der Schule damit, meine Barbies zu frisieren, ihnen die schönsten Kleider anzuziehen und meine eigenen kleinen Fashion-Shows zu kreieren. Vermutlich gab es deshalb in meinem Freundeskreis ausschließlich Mädels. Die Jungs wollten von mir gar nichts wissen, aber das beruhte auf Gegenseitigkeit. Am allerliebsten spielte ich jedoch mit meinen Freundinnen Mutter, Vater, Kind. Natürlich war ich weder der Vater noch ein anderes männliches Familienmitglied. Ich bestand jedes Mal darauf, die große Schwester sein zu dürfen. Diese hatte dann lange blonde Haare und besaß ein Schminkset mit allen Farben, bei denen selbst der Regenbogen vor Neid erblasst wäre. Außerdem modelte sie in meinen Vorstellungen für den Quelle-Katalog, mindestens. Ich war aber auch absolut zufrieden mit dem, was ich war. Ein Junge, anders als die anderen, aber mit voller Freude auf das Leben. Auf ein Leben als Schwuler. So, jetzt springe ich mal ein bisschen. Jetzt kommt ein Teil aus dem Coming Out. Seit Walter von Big Brother mir Jahre zuvor ungewollt die Augen geöffnet und ich herausgefunden hatte, wie ich wirklich fühlte, seitdem war dies mein größter Wunsch, einen Freund zu haben.
Tatsächlich wurden all meine Träume, die ich in den vergangenen Jahren gehabt hatte, zur Realität. Ich war in einer Beziehung mit einem Jungen, Milan. Nie zuvor war ich in meinem Leben so glücklich, fast wunschlos glücklich. Wunschlos wäre ich gewesen, wenn ich ihn viel öfter hätte bei mir haben können. Dennoch, ich strahlte vor Glück. Das konnte ich deutlich sehen, wenn ich in den Spiegel schaute. Ich mochte den Blick darin nie besonders, aber das hatte sich nun geändert. Mit stolz geschwellter Brust grinste ich mein Spiegelbild an und sprach es mehrmals laut aus. Ich habe einen Freund. Ich habe einen Freund. Ich habe einen Freund. Fast schon überheblich wirkte ich auf mich selbst. Ich war mächtig stolz. Plötzlich machte mir auch mein Schülerjob, das Austragen von Zeitungen, wieder viel mehr Spaß. Selbst schlechte Noten hätten meiner Stimmung nichts anhaben können. Ich verbrachte die Woche lieber damit, die Stunden bis Freitag zu zählen, statt mathematische Gleichungen zu lösen und Scheitelpunkte zu berechnen. Das war allerdings nicht allzu tragisch, denn meine Noten verbesserten sich ein wenig. Zumindest waren sie insofern ausreichend, dass mein Vater immer seltener einen Blick in meine Hausaufgaben werfen wollte. Mein Leben fühlte sich fast perfekt an. Natürlich bemerkten auch meine Freunde, dass irgendwas passiert sein musste, da ich täglich mit einem breiten Grinsen zur Schule kam und meine Mädels jeden Morgen überschwänglich von mir begrüßt wurden. Ich hätte ihnen so gerne erzählt, wie glücklich ich war und dass ich den heißesten Jungen der Welt als Freund hatte. Jedoch gab es da ja noch dieses kleine Problem. Sie wussten bislang noch immer nicht, dass ich schwul war. Unaufhörlich stichelten sie herum und fragten, was mit mir los wäre. Sie ahnten zumindest, dass eine Person für meine gute Laune verantwortlich war. Ich bediente mich vorerst noch einer Notlüge und erzählte ihnen, ich hätte eine Freundin, die in Salzgitter wohnte. Damit gaben sie sich allerdings nicht zufrieden. Vor allem Franzi wurde misstrauisch, als ich keinen Namen verraten wollte und immer nur von der süßesten Person der Welt sprach. Ich hatte jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich sie anlog. Mir war klar, dass es an der Zeit war, die Karten auf den Tisch zu legen. Wenigstens Franzi sollte endlich die Wahrheit erfahren. Janika und Jenny mussten noch warten. Ich war mir unsicher, wie die beiden es aufnehmen würden. Mit Janika war ich vor einigen Jahren sogar einmal zusammen. Man konnte es aber nicht wirklich als Beziehung betiteln. Eine ganze Woche lang hielt unsere Liebelei, in der es übers Händchenhalten allerdings nie hinausging. Das zählte also nicht. Ich beschloss, Franzi einen Brief zu schreiben. Für eine persönliche Offenbarung reichte meine stolz geschwellte Brust, die ich vom Spiegel noch hatte, nicht aus. Nach der Schule setzte ich mich an meinen Schreibtisch und suchte nach den passenden Worten. So sehr ich mich vor dieser Aufgabe auch fürchtete, es war ein innerlicher Drang, der mir klar machte, dass es nun kein Zurück mehr geben würde. Nie konnte ich mit jemandem über meine Sorgen, Ängste oder auch Wünsche bezüglich meiner Sexualität sprechen. Ich hatte immer nur mich selbst. Ich konnte mich damals niemandem mitteilen, als ein Big Brother-Kandidat mich vor mir selbst outete und nun, 3 Jahre später, musste ich mein Beziehungsglück verschweigen. Das sollte endlich ein Ende haben. Nur wusste ich nicht, wie ich das dem leeren Blatt Papier, das vor mir lag, mitteilen sollte. Es fiel mir schwerer, als ich dachte. Wie sollte man so etwas bloß ausdrücken? Franzi, ich bin schwul? Nein, so nicht. Das fühlte sich nicht gut an. Ich konnte es mir selbst nicht richtig erklären, aber das Wort schwul sollte nicht in dem Brief vorkommen. Irgendwie wirkte es auf mich penetrant, zu hart, nicht sachte genug. Ich wollte es so aufschreiben, dass Franzi es schonend, Wort für Wort lesen konnte. Für einen kurzen Moment überlegte ich, mich einfach als bisexuell darzustellen. Das wäre dann vielleicht etwas weniger Presslufthammermäßig. Nicht ganz so sehr mit der Tür ins Haus gefallen. Bi wäre nur halb schwul und somit auch nur halb so schlimm. Oder? Papperlapapp, was für ein Blödsinn. Und schlimm sowieso nicht. Diesen Gedanken warf ich direkt wieder über Bord. Das Ende meines Füllers war mittlerweile völlig zernagt. So stark kaute ich darauf herum. Ich war schwul. Punkt. Und trotzdem, das Wort schwul hatte keine Notwendigkeit. Ich würde es auch ohne diesen Begriff erklären können. Vielleicht würde ich einfach nur meinen Freund erwähnen. Das wäre dann ja selbsterklärend.
Vielleicht würde ich einfach noch ein Foto von Milan dazulegen. Ja, das fühlte sich besser an. Und dann schrieb ich drauf los, ohne großartig darüber nachzudenken. Liebe Franzi, wie du siehst, habe ich mich doch dazu entschlossen, dich aufzuklären. Also, hier ist der Brief aller Geheimnisse. Es könnte sein, dass du mich nach Lesen dieses Briefes nicht mehr mögen wirst. Das würde mich aber total traurig machen. Das, was ich dir jetzt schreibe, wird dich sicherlich ziemlich umhauen, aber du bist meine beste Freundin und ich glaube, ich kann dir vertrauen. Auf dem Foto, was ich dir dazugelegt habe, siehst du nun, dass meine geheimnisvolle Person kein Mädchen, sondern ein Junge ist. Ich habe Milan im Chat kennengelernt und, naja, dann haben wir uns getroffen und geküsst. Von da an waren wir dann zusammen. Ich liebe ihn wirklich so sehr aus tiefstem Herzen und er mich auch. Er ist übrigens schon 17. Er hatte bis jetzt auch nur Freundinnen vor mir. Ich hoffe, du verhältst dich mir gegenüber ab jetzt nicht anders oder distanzierst dich sogar, denn ich bin immer noch derselbe Mensch wie vorher. Ich habe lange überlegt, es dir zu sagen, aber diese Geheimnistuerei in der Schule war einfach nur nervig. Ich hoffe, dass dir das nichts ausmacht, denn ich bin so glücklich mit ihm und das ist doch nur wichtig, oder? Ich habe dich ganz dolle lieb, dein Rico. Punkt. Geschafft. Ich faltete meine Hände hinter meinem Kopf, lehnte mich in den Stuhl zurück, atmete erleichtert aus und nickte meine Zeilen zufrieden ab. Am nächsten Morgen war ich so aufgeregt, dass mir schlecht wurde. Als der Wecker klingelte, war ich bereits wach. Die halbe Nacht hatte ich mir Gedanken gemacht und mir jegliche Szenarien vorgestellt und ausgemalt, die mich an diesem Tag erwarten könnten. Und wenn ich dann doch kurz in den Schlaf gefunden hatte, träumte ich die schrecklichsten Horrorstories. In einem dieser Träume stand unsere Direktorin an ihrem Pult in der Aula und las meinen Brief vor der gesamten Schule vor. Nach jeder Zeile kicherte diese sonst so strenge Frau. Dann zerriss sie das Blatt in Stücke, warf es in die Luft und lachte laut. Der ganze Saal zeigte mit dem Finger auf mich und lachte mit ihr. Schweißgebadet wachte ich auf. Ich spürte zwar eine große Erleichterung, als ich realisierte, dass es sich nur um einen Traum handelte, dennoch sorgte er dafür, dass meine Angst und auch meine Aufregung nicht kleiner werden konnten. Mir war klar, dass ich mich dieser Aufgabe stellen würde. So, aufgrund der Zeit springe ich mal einen kleinen Moment weiter. Es ist jetzt im Unterricht und ich überlege gleich, den Brief der Freundin zu geben. Ich musste mich gar nicht zu Franzi umdrehen, um sie zu mir zu bitten. Sie stand bereits neben mir, lächelte mich an und steckte mir ihre geöffnete Hand entgegen. Gib her den Brief. Meine Hände schwitzten. Ich kramte den Umschlag aus meinem Rucksack, schaute ihr noch einmal tief in die Augen, als wäre es der letzte Moment unserer Freundschaft und übergab ihr meine brisanten Zeilen. Binnen Sekunden verschwand sie aus dem Klassenraum zur Mädchentoilette. In einem Zeichentrickfilm hätte man nur noch eine Staubwolke gesehen, so schnell zog sie von dannen. Ich wollte einmal tief ausatmen, doch die Luft steckte irgendwie fest. Ein erleichterndes Gefühl nach dem Ausatmen blieb aus. Um mich herum quatschten meine Klassenkameraden miteinander. Die Jungs brüllten sich wie Neandertaler irgendeinen Mist zu, die Mädchen schnatterten wie ein Wasserfall. Der Geräuschpegel war ohrenbetäubend, als hätte man ihnen die letzte Stunde den Mund zugehalten und erst jetzt konnten sie alles herauslassen. Noch nie zuvor war mir aufgefallen, wie laut diese Klasse tatsächlich war. Wie auch, sonst war ich mit meinem Gequassel selber Teil des Lärms. Heute nicht. Ich blieb stumm, wippte mit dem Knie und starrte zur Tür. Jedes Mal zuckte ich zusammen, wenn jemand zurück in den Klassenraum kam. Erst war ich kurz erleichtert, dann enttäuscht, dass es nicht Franzi war. Einerseits wollte ich am liebsten alles rückgängig machen und die Zeit zurückdrehen, andererseits wollte ich es endlich hinter mir haben. Seltsam, so lang war der Brief doch gar nicht. Eine DIN A4-Seite mit großer Schrift. Gerade wollte ich die Zeilen in meinem Kopf selbst noch einmal durchgehen, um dabei die Zeit zu messen, da kam sie durch den Türrahmen gerannt. Mit ihrer blonden Wallemähne stürmte sie auf mich zu, schlängelte sich mit ihren schmalen Hüften hinter den engen Stuhlreihen vorbei und fiel mir in die Arme. Sie umarmte mich fest. Als ich realisierte,
dass das eine positive Reaktion sein musste, drückte ich sie erst zaghaft und dann erleichtert ebenso fest zurück. Hast du mich noch lieb? Dummkopf. Ein wenig sauer bin ich schon. Wie konntest du auch nur ansatzweise Bedenken haben, dass ich danach nicht mehr deine Freundin sein will oder dich weniger mögen würde? Ich weiß auch nicht. Ich hatte einfach Angst. Ach Mensch, Rico, vor meiner Reaktion? Ich freue mich so sehr für dich. Wieder fiel sie mir um den Hals und ich konnte meine Tränen nicht mehr aufhalten. Mir fiel kein Stein vom Herzen. Es war ein Findling, ein Felsen. Ja, das war jetzt nochmal ein kleiner Ausschnitt aus der Coming-out-Geschichte. Wie viel Zeit habe ich noch zum Lesen? Ich bin gerade unsicher. Lies ruhig einfach weiter, wir sind noch in der Zeit. Okay, kannst du mir grob sagen, bis wann ungefähr noch? Jetzt ist 5 nach. Ja, 5 Minuten haben wir noch geplant, aber wenn es du länger brauchst, dann brauchst du eben länger. Okay, nee, dann springe ich ein Kapitel weiter. Jetzt geht es nämlich nochmal um eine etwas krassere Geschichte. Das Kapitel heißt Knockout. Ja, ich habe im Internet, ich erkläre das kurz, einen Jungen kennengelernt, mit dem ich mich verabreden wollte und wollte mich dann mit diesem treffen und wollte ihn vom Bahnhof abholen. Ja, und auf dem Weg zum Bahnhof ist dann etwas passiert, sodass ich es nicht mehr ganz geschafft habe. Also, ich wollte den Bus bekommen und bin gerannt. Wieder einmal war ich zu spät losgegangen. Ich rannte schneller. Dann resignierte ich und blieb keuchend stehen, als klar war, dass ich den Bus nicht mehr kriegen würde. Völlig aus der Puste wollte ich mich erst einmal auf den Bordstein setzen. Da hörte ich nicht weit von mir lautes Gröhlen. Die Mascherode-Wichser, wie ich sie nannte, waren im Anmarsch. Eine Horde Jugendlicher, die mit dem Wort Toleranz absolut nichts anfangen konnten. Zumindest was Homosexuelle anging, denn mit den 2 türkischen Mitgliedern ihrer Gang hatten sie wohl keine Probleme. Schon seit Jahren beleidigten sie mich, wo es nur möglich war. In der Schule, in unserem Ort, im Supermarkt, sogar im Bus. Früher nannten sie mich immer fette schwule Sau oder Schwabbeltunte. Da ich mittlerweile nicht mehr ganz so fett war, reduzierten sie ihren ohnehin schon stark begrenzten Wortschatz. Nun hieß ich Schwuchtel oder schwule Sau. Ich wollte mich gerade aus dem Staub machen und mich hinter einer Hecke verstecken, da sahen sie mich schon. Sie waren zu 5. 2 von ihnen trugen eine Kiste Bier. Sie fingen sofort an, mich zu beschimpfen. Bisher war es auch immer dabei geblieben und sie hauten irgendwann ab. Dieses Mal wirkten sie allerdings besonders interessiert. Sie stellten sich alle 5 vor mich und fragten, wieso ich so ein ekelhafter Arschficker sei und ob sie mir mein Maul mit ihren dicken Schwänzen stopfen sollten, bis ich ersticken würde. Sie waren sichtlich betrunken. Ich hatte Angst. Da es bereits 21 Uhr war, befand sich auf den Straßen in unserem Viertel niemand mehr. Plötzlich knallte es und ich spürte, wie mein Gesicht nach links flog. Hakan, der in seiner Gruppe den Boss raushängen ließ, schlug mir mit der flachen Hand ins Gesicht. Es zwiebelte fürchterlich und ich hörte es in meiner Ohrmuschel pfeifen. Ich war wie gelähmt. Sonst wurden sie eigentlich nie handgreiflich. Sie stellten mir höchstens mal ein Bein oder schubsten mich im Vorbeigehen. Ich wollte gerade mein Handy aus meiner Hosentasche holen, da spürte ich auch schon die nächste Hand in meinem Gesicht. Diesmal nicht flach, sondern geballt. Eine Faust traf meine Nase. Es tat höllisch weh. Ich bekam Nasenbluten. Ich schrie sie an, dass sie mich in Ruhe lassen sollten, da ich sonst die Polizei rufen würde. Da spuckte mir der andere ins Gesicht und schrie mich an. Er würde mich totschlagen, wenn ich auch nur ein Wort zu jemandem sagen würde. Ich wollte gerade meinen Mund aufmachen, da holte er aus und gab mir eine Kopfnuss. Ich fiel zu Boden und mein Handy aus der Hosentasche. Einer aus der Gruppe hob es auf, steckte es in seine Tasche und trat mir dann in den Bauch. Ich kugelte mich auf dem Fußweg. Die anderen lachten und fragten ihn, ob das alles an Kraft sei, was er drauf hätte. Wollt ihr mich verarschen? Passt mal gut auf. Ich spürte einen Tritt nach dem anderen. Ich wollte schreien, aber mit jedem Tritt verstummte ich zunehmend. Es tat unendlich weh.
Als einer aus der Gruppe von mir ließ, wollte ich aufstehen, um wegzulaufen. Ich wollte einfach schnell weg. Es war wie ein Albtraum. Leider kam ich nicht weit, denn sie hielten mich an meiner Kapuze fest und schlugen nacheinander auf mich ein. Teilweise mit der flachen Hand, aber auch mal mit Fäusten. Mal spürte ich einen Schuh, mal ein Knie. Mittlerweile blutete meine Nase stärker. Mein T-Shirt hatte bereits rote Punkte gefangen. Ich flehte die Jungs an, mich in Ruhe zu lassen. Ich krümmte mich vor Schmerz. Besonders im Bauch tat es weh. Mir fiel das Atmen immer schwerer. Mit jedem Atemzug wurden die Schmerzen stärker. Nach einer Weile ließen sie von mir ab und lachten mich aus. Sie lachten und beschimpften mich, was für eine dreckige Schwuchtel ich sei. Dabei nahmen sie ein paar Schlucke aus der Bierflasche, die sie in den Händen hielten. Ich hörte, wie eine Straße weiter der nächste Bus vorbeifuhr. Doch er hielt nicht an. Er fuhr einfach durch. Das hieß, niemand war ausgestiegen. Die Chance auf Hilfe war also weiterhin gering. Ich schloss meine Augen. Ich wollte nichts mehr mitbekommen. Es tat so weh. Je stärker ich atmete, desto größer waren die Schmerzen in der Brust. Dann hörte ich, wie einer der Typen sagte, er habe keinen Bock auf Stress mit den Bullen und dass er lieber abhauen wolle. Die anderen stimmten ihm zu. Ich hoffte, dass sie nun endlich verschwinden würden. Als ich die Augen öffnete, bekam ich zeitgleich noch einen Tritt ins Gesicht mit den Worten, dass dies nur der Anfang sei, wenn ich auch nur einen Ton zu jemandem sagen würde. Dann drehten sie sich um und verschwanden. Ich hörte sie noch von Weitem grölen und lachen. Ich wollte aufstehen, aber ich konnte mich nicht auf den Beinen halten. Es war ein Schmerz, der mir völlig unbekannt war. Ich konnte nicht einschätzen, ob er vom Bauch oder aus der Brust kam. Ich fühlte mich wie benebelt. Der Geschmack von Blut machte sich in meiner Mundhöhle breit. Plötzlich hörte ich andere Stimmen. Nur vage konnte ich ein älteres Pärchen erkennen, das sich auf mich zubewegte. Sie fragten mich, was passiert sei, und riefen sofort den Krankenwagen. Ich konnte meine Augen kaum aufhalten. Nur kurze Zeit später sah ich ein Auto mit Blaulicht heranfahren. Das Ehepaar half mir aufzustehen, während bereits zwei Sanitäter mit einer Trage auf uns zukamen. Sie luden mich in den Krankenwagen und fuhren mit Blaulicht, aber ohne Sirene, ins Krankenhaus. Ja, an der Stelle würde ich jetzt mal Schluss machen. Vielen Dank, liebster Pat. Eigentlich müssten wir das jetzt erst einmal sacken lassen. Das sind schwer zu ertragende Geschichten, die kein junger Mensch jemals erleben sollte. Aber ich denke, es gibt auch einen Einblick, wie sich gerade junge Menschen fühlen, wenn sie über das Thema Outing nachdenken. Wir möchten nun trotzdem über das Gehörte und weitere Themen diskutieren. Und daher haben wir natürlich auch ein paar Fragen mitgebracht. Bitte unterbrecht mich jederzeit oder macht euch bemerkbar, liebe ReferentInnen, wenn ihr zu einem Punkt noch etwas ergänzen möchtet. Und ich möchte beginnen mit dem Thema Outing. Du hattest es im Buch, so schreibst du, bei deiner Mutter ziemlich leicht. Das Buch vermittelt jedoch eine, ja, sehr, wir haben es ja auch gerade gehört, eine ziemlich unsympathische, muss man sagen, Sicht auf deinen Vater. Du schreibst in deinem Buch, und da zitiere ich jetzt mal, das erste Zitat hast du schon vorgelesen. Am Ende redet dein Vater über homosexuelle Menschen von ekelhaft, und du schreibst aber auch weiter: Sobald er damals Daniel Kübelböck, den Paradiesvogel von Deutschland sucht, den Superstar im Fernsehen gesehen hatte, meckerte er wie ein Rohrspatz, was so etwas im Fernsehen zu suchen hätte und solche Leute lieber zum Arzt gehen sollten, statt sich in den Medien zu präsentieren. Das Verhältnis zu deinem Vater wird jedoch im Verlaufe des Buches besser. Und im letzten Teil des Buches folgt die schwere Krebserkrankung deines Vaters und die lange häusliche Pflege durch dich und auch deine Mutter. Kurz vor deinem Tod bemerkt man, dass du dich eigentlich doch noch gerne vor deinem Vater geoutet hättest. Kannst du uns das Verhältnis zu deinem Vater noch etwas näher beschreiben? Und was würdest du anderen jungen Menschen raten, die auch homophobe Familienmitglieder haben oder zumindest stark besorgt sind, wie denn die Reaktion der Eltern ausfallen würde? Okay, das waren jetzt so viele Fragen. Also das erste war zu meinem Vater. Ich hätte mich definitiv gerne irgendwann nochmal bei ihm geoutet.
Er hatte ziemlich viele Freunde immer und das hat mich als Jugendlicher immer gewundert, weil ich immer dachte, wieso kann so ein Mensch so viele Freunde haben? Aber ja, ich glaube, dass er schon im Laufe der Zeit irgendwann damit klargekommen wäre, wenn der Tod eben nicht eingetroffen wäre. Er hat einfach dieses typische veraltete Denken und ja, ich glaube, das haben tatsächlich gerade besonders Väter, möchte ich jetzt mal behaupten, häufiger als Mütter, natürlich nicht, kannst du nicht pauschalisieren, aber ich glaube schon, dass es die Mehrheit bei Vätern ist, die dann irgendwie ihr Problem damit haben. Und ich glaube, dass es auch bei vielen, vielen Jugendlichen so ist. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass gerade Jungs es schwieriger haben, schwul zu sein mit dem Vater, glaube ich, als lesbische Kinder. Möchte ich behaupten, ist so meine Erfahrung aus meinem Freundeskreis bisher gewesen oder das, was ich so gehört habe, weil der Vater irgendwie ganz oft in dem Sohn den Stammhalter sieht, so der die Gene weitergibt, der Sohn muss eine Familie gründen und so weiter. Und ich glaube, dass es da dann für Väter besonders schwer ist zu akzeptieren. Und ich weiß nicht, ob meiner das jemals akzeptiert hätte. Ja, ich glaube gerade für Jugendliche, die solche Elternteile haben, im schlimmsten Fall sogar, wo beide Eltern solche Ansichten haben. Ich hatte ja jetzt nun das Glück, dass meine Mama da ein bisschen offener oder ein bisschen sehr viel offener war. Ich stelle es mir sehr schwer vor, wenn beide Eltern so sind. Und ich glaube, dass man dann ein Coming-out nur mit Hilfe schaffen kann bei den Eltern. Wenn ein Jugendlicher weiß, dass die Eltern extrem anti eingestellt sind diesbezüglich, dann ist, glaube ich, ein Coming-out am hilfreichsten, wenn man das nicht alleine macht, sondern sich jemanden sucht. Sei es ein anderes Familienmitglied, wo man das Gefühl hat, die Person würde damit besser umgehen, eine Tante, ein Onkel, eine Cousine, Schwester, Bruder, dass man das gemeinsam macht. Und dann natürlich dabei ein Gespräch sucht, ne? Dass man sich darauf vorbereitet, wie man das den Eltern sagen möchte. Und dann auch den Eltern einen Moment Zeit gibt, es sacken zu lassen. Das darf man ja auch ganz oft nicht vergessen, dass man selber schon ganz lange struggelt mit dieser Situation und ganz lange darüber nachdenkt, wahrscheinlich schon Jahre, okay, ich bin schwul, ich bin lesbisch etc. Und wenn die Eltern das erfahren, dann erwartet man ganz oft mit so einem Fingerschnips, jetzt akzeptier das aber bitte. Jetzt musst du es sofort toll finden, bitte. Ne? Aber die brauchen ja auch einen Moment, um das erstmal sacken zu lassen und im besten Fall dann auch positiv darauf zu reagieren. Danke dir für die Antwort. Und da würde ich tatsächlich auch einhaken vielleicht im Thema, ist es einfacher, sich als schwul zu outen als lesbisch? Ich glaube, es ist sehr anders, um das als Moderation vielleicht nochmal einzubringen. Toxische Männlichkeit hat natürlich ganz viele Auswirkungen, gerade auf die Vaterverbindung in vielen Familien als Frauen. Und vielleicht können unsere Refis dazu ja gleich auch nochmal ihre Meinung dazu sagen. Wird man oft in der eigenen Familie auch nicht ernst genommen, ne? Egal ob lesbisch oder bi. Also es ist keine, also man stößt oft nicht so sehr an, aber dafür wird man auch nicht für voll genommen und die Familie betreibt trotzdem Partnersuche für die Tochter und die gesellschaftliche Sexualisierung, die Frauen erfahren in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, ist natürlich eine ziemlich, ziemlich krasse Geschichte. Aber da würde ich direkt an Lien und Dominik überleiten wollen. Was, also Pat hat ja jetzt schon mal ein paar private Tipps sozusagen oder persönliche Tipps gegeben, was Menschen, die vielleicht nicht so viel Support in ihren eigenen Familien bekommen oder in ihrem familiären Umfeld, was die machen können. Aber jetzt mal ganz konkret auch im Landkreis Gifhorn. Also der Pat wäre jetzt hier im Landkreis Gifhorn aufgewachsen und hat genau die Probleme, die er auch in seinem Buch schildert. Gibt es denn im Landkreis jetzt schon Anlaufstellen, wo sich solche Menschen hinwenden können und auch Unterstützung bekommen? Vielleicht gerade auch nicht nur die queeren Personen selber, sondern auch Eltern, die merken, ich habe keine gute Verbindung mehr zu meinem Kind und würde auch gerne mal mit jemand anderem drüber sprechen, weil ich mich überfordert fühle, weil ich selber sowas irgendwie noch gar nicht drüber nachgedacht habe, was denn sein könnte, wenn mein Kind nicht heterosexuell ist. Das wäre ja ganz, ganz schlimm. Genau.
mögt ihr da noch mal was zu sagen, was es jetzt schon gibt und gerne natürlich auch, wie ihr euch das in der Zukunft vorstellt? Ja, sehr gerne. Also zu den Zeiten, wo Pat wahrscheinlich noch aufgewachsen ist oder die ganzen Sachen erlebt hat, wird es hier gar nichts gegeben haben, wage ich jetzt mal so munter zu behaupten, eher nichts bis weniger als nichts. Aktuell gibt es bei uns seit November 2019 eine queere Jugendgruppe, die wir damals ins Leben gerufen haben. Das heißt, wir haben einen geschützten Raum geschaffen für queere Jugendliche zum Kommen, zum Vernetzen, zum Austauschen, zum Miteinander Zeit verbringen, zum ja, einfach auch zum Füreinander-Dasein, zum Erfahrungsaustausch etc. Das läuft tatsächlich auch ganz gut. Um mal so ein Beispiel zu nennen, als ich die Gruppe damals gegründet und gestartet habe, habe ich so mit so 3-4 Teilnehmer, die wöchentlich kommen. Wir treffen uns nämlich einmal die Woche, immer 3-4 Stunden abends. Und da hatte ich so am Anfang mit 3-4 Leuten gerechnet. Und zum Laufe der Zeit waren wir dann irgendwann bei 25, 30, die jede Woche gekommen sind, was halt schon relativ viel ist, auch für eine Jugendgruppe überhaupt, denke ich, von was ich mitbekommen habe. Und was uns natürlich auszeichnet, wir bieten nicht nur für die Jugendlichen speziell etwas an, sondern wir machen auch hintenrum ganz viel Netzwerk und Tätigkeitsarbeit. Das bedeutet, wir sind mit verschiedensten Stellen in Kontakt. Wir haben ganz viel Kontakt zu Schulen und zu Schulsozialarbeitern, die sich dann bei uns Tipps und Rat holen und wo wir dann im Austausch sind und gemeinsam gucken, wie wir welchen Personen wie auch immer helfen können. Wir stehen mit Behörden in Kontakt, mit Jugendstellen, mit Erziehungsberatungsstellen, all solchen Sachen. Das heißt also, wenn es jetzt Eltern gibt, die sagen, ich habe hier ein queeres Kind und ich weiß gar nicht, was ich machen soll, Hilfe, dann können die sich quasi an uns wenden oder eben auch an die Erziehungsberatungsstellen etc. Wir sind da mittlerweile ziemlich gut vernetzt und weisen dann direkt an die Stellen weiter, wo es hingeht und können sagen, okay, dann geht ihr mit diesen und dieser Angelegenheit besser zu denen, weil die wissen da mehr oder dann geht ihr da und dahin etc. pp. Und wir selber versuchen natürlich auch zu helfen und zu unterstützen, wo wir können. Wir sind sogar nicht nur lokal vernetzt. Wir haben ja aktuell hier noch nicht alle Ressourcen, sondern überregional. Das heißt zum Beispiel, wenn es ganz spezielle Fälle gäbe, dann wüssten wir quasi auch, wen wir in Nachbarkommunen oder teilweise sogar auf Landesebene ansprechen können, um da eben Hilfe zu organisieren. Das heißt, wir sind mittlerweile so aufgestellt, dass wir eigentlich für jedes Problem eine Lösung finden können. Und wir sind jetzt gerade dabei, wie in der Vorstellung schon angedeutet, das nochmal eine Ebene höher zu kriegen, dass wir eben irgendwann nicht mehr dahin kommen müssen, dass wir solche Beratungen, solche Angebote etc. auch von außerhalb dazu kaufen müssen sozusagen, sondern dass wir diese ganzen Sachen auch bei uns im Landkreis selber aufbauen und stellen können. Ja, vielen Dank, Dominik. Es gab im Chat auch so ein paar Anmerkungen. Ich glaube, die können wir alle ganz kurz noch abhandeln, weil das sehr gut dazu passt. Also Schulaufklärungsprojekte wie Schlau oder Unterstützung für geschlechtliche Vielfalt, also transgeschlechtlich, intergeschlechtlich und nicht-binäre Personen. Also da könnt ihr auch noch mal ganz, kannst du noch mal ganz kurz eure Website empfehlen, weil dort ist das ja auch sehr schön dargestellt. Magst du die noch mal ganz kurz nennen, dann gehe ich dann weiter. Na klar, also wir haben bei uns auf der Website www.queeres-netzwerk-gf.de ganz, ganz viele Sachen aufgebaut. Wir planen tatsächlich auch bei uns im Landkreis auf lange Sicht mal sowas wie Schlau zu etablieren. Da sind wir dran und das steht auf unserer großen Wishlist sozusagen. Aktuell gibt es sowas nur in Braunschweig. Das wäre dann wieder so ein Zukaufen quasi von Unterstützung. Und sind gerade dabei, wir stehen in Startlöchern, da hat uns Corona zurückgeworfen, eine Trans-Jugendgruppe aufzubauen. Und sind ansonsten alles, was transgeschlechtlich oder intergeschlechtlich angeht, eben mit Braunschweig, weil die da deutlich mehr Ressourcen haben oder eben auch auf Landesebene noch vernetzt, arbeiten aber dran, solche ganzen Sachen auch bei uns im Landkreis zu etablieren. Super, ich danke dir vielmals, Dominik. Ja, ist wirklich großartig, was ihr da macht. Also unbedingt mal auf die Website gucken von dem queeren Netzwerk Gifhorn und zum Buch noch ein bisschen weiter. Pat schreibt in seinem Buch, dass sein Vater lieber den Sohn gehabt hätte, der im Park auf Bäume klettert, sich im Wald kleine Höhlen baut, täglich mit eingesauten Klamotten nach Hause kommt oder sich mit Schulkameraden rauft. Pat spielte allerdings, wie er auch schon gesagt hat, lieber mit Puppen, frisierte seine Barbies, zog ihnen neue Kleider an oder veranstaltete Fashion-Shows. Und er hatte auch eher Freundinnen, beziehungsweise eigentlich nur Freundinnen und keine Freunde. Pets Vater mochte das alles überhaupt gar nicht. Ich möchte hier nun aber damit überhaupt gar keine klassischen Klischees bedienen. Ganz im Gegenteil, mir geht es eher um die Frage,
müssen wir diese von Pets Vater vertretenen klassischen Rollendenken nicht gänzlich überwinden, damit sich junge Menschen, die eben nicht gerne mit den ihrem Geschlecht von der Gesellschaft zugewiesenen Dingen spielen, sich eben nicht andersartig fühlen. Und Nike, vielleicht möchtest du da etwas zu sagen, ob wir auch heute noch klassische Dinge und Freizeitaktivitäten haben, ja, die einem einzelnen Geschlecht zugeordnet sind. Wie sind deine Erfahrungen und was können wir da gegebenenfalls gegen tun, Nike? Also das hat man auch im Grundschulalter schon mitbekommen. Es wurde immer in Gruppen eingeteilt. Die Mädchen können da drüben basteln gehen und die Jungs können ausgehend Fußball spielen. Und man durfte sich nicht für eine Seite entscheiden, sondern man wurde einfach geschlechterbasierend zugeordnet. Und das ist sehr deprimierend, dass Kinder da sich nicht selber komplett entscheiden dürfen, was sie tun oder was sie mögen. Und das zieht für die Kinder einfach auch eine gewisse Barriere auch gegenüber den Erwachsenen vor und verstecken sich dadurch mehr und leben sich nicht selber aus. Ich habe 2 kleinere Geschwister und man bekommt das auch immer noch intensiv mit, dass teilweise Elternteile sich, so wie sie es ausdrücken, schämen für die Interessen ihrer Kinder, was mit den Genderrollen einfach nur nochmal unterstrichen wird und was eigentlich nicht existieren sollte. Ist das bei dir denn anders gelaufen? Meine Eltern haben mir immer die Freiheit gegeben, das zu machen, was ich gerne machen wollte. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Also bei uns existieren diese Genderrollen nicht so ausgeprägt wie in anderen Familien. Ist das vielleicht auch eine Sache, wo du sagen würdest, das ist auf dem Dorf krasser ausgeprägt als in der Stadt? Da bin ich mir gar nicht einmal so sicher. Also beim Dorf sind allgemein sehr viele Vorurteile. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es weniger als in der Stadt ist, aber es ist immer noch sehr stark vertreten. Aber es gibt viel mehr Ausnahmen als wie mit meinem Vater groß wurde vor 40 Jahren. Ja. Ja, also das klassische Beispiel ist ja immer, dass man wie ganz selbstverständlich dem Mädchen dann die rosa Sachen schenkt und dem Jungen dann die blauen Sachen. Allein das ist ja schon eine ziemlich falsche Entwicklung. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ist es deinen Eltern auch so gegangen? Also wurden deine Eltern oder du vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung von der Gesellschaft getrieben? Also von den Großeltern oder von Bekannten hat man dann immer schon für die Kinder Haarspangen und pinke Pullover zugeschickt bekommen, anstatt die Sachen, für die sich die Kinder wirklich interessiert haben. Ja. Ja, also ich denke, das ist definitiv etwas, was wir überwinden müssen, weil das ganz viel damit zu tun haben, von dem, was wir jetzt gerade gehört haben. Ich möchte aber noch mal ein bisschen weiter im Buch gehen und möchte eigentlich zu mit dem schwersten Teil kommen, der in diesem Buch von Pet ja auch heute vorgelesen wird. Und ich möchte noch mal so ein bisschen zitieren, um das jetzt noch mal ins Bewusstsein zu rufen. Also Pet, du schreibst, und da zitiere ich jetzt, ich war die Schwuchtel der Schule, fette Sau, fette schwule Sau, fetti tunte Schwuchtel, Schwabbel. Ich war ein wandelndes Schimpfwörterlexikon, in dem sie, also deine Mitschüler und bewusst nicht gegendert, ihre Beleidigungen ablegten. Du wurdest in deiner Schulzeit immer wieder beleidigt, bespuckt, geschlagen oder ernsthaft körperlich verletzt. Du beschreibst in deiner oder hast in deiner Lesung den Abend beschrieben, an dem das Ganze eskaliert ist und an dem du aufgrund einer Gruppe Jugendlicher, die alkoholisiert waren, letztlich im Krankenhaus gelandet bist. Kannst du uns, Pet, noch ein bisschen genauer erzählen, wie diese Geschichte eigentlich endet und ob es auch jemals überhaupt irgendwelche Konsequenzen für deine Mobber gab? Und vielleicht noch angeschlossen daran, was rätst du denn jungen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, auch wenn es in Häkchen nur psychische Gewalt ist. Der größte Fehler, den ein junger Mensch machen kann, ist, das einfach über sich ergehen zu lassen. Ne, ich habe mich da nie so richtig getraut, das meinen Eltern zu sagen, beziehungsweise ich habe einmal einen Versuch gestartet, da hat mein Vater sowas gesagt wie, ja, Junge, musst du dich halt wehren, lass es nicht mit dir machen. Aber wenn du dann gegen so eine Gruppe Jugendlicher ankommen musst, da hast du ja einfach gar keine Chance. Ne? Also ich habe so viele Situationen gehabt, wie die, die im Buch beschrieben
ist, sowas ist mehrmals passiert. Das beste Beispiel, ich saß in meiner Straßenbahn, da haben sich drei Jungs um mich herumgestellt und haben meinen Kopf immer gegen die Scheibe gehauen. Immer und immer wieder. Und die Straßenbahn war voll. Und es hat, glaube ich, weiß ich nicht, 3-4 Minuten, das kam mir ewig vor, gedauert, bis irgendwann mal jemand was gemacht hat, wo mein Kopf, ich konnte schon nicht mehr, weil mein Kopf so oft gegen die Scheibe geknallt ist, bis irgendwann mal eine Frau aufgestanden ist und die Jungs davon abgehalten hat, das weiterzumachen. Aber es hat leider auch echt gedauert. Ich glaube, der größte Fehler ist einfach, nichts zu tun, weil das habe ich eben gemacht. Und ich habe immer gedacht, okay, wenn ich mich nicht wehre und wenn ich nicht petze, dann passiert das vielleicht nicht so oft. Ich will sie ja nicht noch wütender machen. So offensichtlich hat mein Gewicht und oder meine Sexualität sie schon wütend genug gemacht, warum auch immer. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin einfach still und dann ist es schneller vorbei. Und ich glaube, das ist ganz gefährlich, weil man hat ja immer so die Sorge zu petzen. Sei es bei den Eltern, sei es bei Schulpsychologen, bei Lehrern. Ich muss leider dazu sagen, dass bei mir das auch sehr, sehr häufig der Fall war, dass Lehrer das mitbekommen haben und nichts gemacht haben. Also da gab es dann so diesen Du-Du-Du-Finger. Ja, und ging dann weiter. Ein Junge musste mal, nach einer Klassenkonferenz die Klasse wechseln müssen, damit er nicht mehr bei mir in der Klasse saß. Naja, dann hat er in der Pause weitergemacht. Dann war es halt nicht mehr in der 5-Minuten-Pause oder im Unterricht, sondern dann auf dem Schulhof. Also ich glaube, da wird einfach viel, viel, viel zu wenig getan generell, um auch ja, Angebote zu schaffen. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich kann das nicht so gut beurteilen. Ich kriege zwar immer wieder mal Nachrichten von Followern, weil ich auf YouTube ja sehr viel zum Thema Coming Out und Co. gemacht habe, dass ich schon immer wieder Nachrichten bekomme, dass es heutzutage immer noch ähnlich ist tatsächlich, obwohl ich von 2000, ich spreche von 2001, 2 und 3 bis hier noch 2004 und gefühlt, Ich kriege immer mit, Mobbing ist überall Thema. Hier Mobbing, Anti-Mobbing, Anti-Mobbing, ja, alle gegen Mobbing. Und ich frage mich ja, wo fruchtet das denn? Also ich kriege so oft Hilfenachrichten auf Instagram vor allem, früher viel auf YouTube, was sie machen können, an wen sie sich wenden können. Und ich habe dann mich dumm und dämlich recherchiert und geschaut, okay, wo kommst du her? Okay, was gibt es bei dir in der Nähe für Anlaufstellen? Weil die einfach so verzweifelt sind, dass sie ja offensichtlich noch nicht mal hinkriegen, das vielleicht mal zu googeln, weil sie gar nicht mehr weiter wissen oder auch vielleicht einfach einen Gesprächspartner suchen. Und ich denke mir so, wie kann das sein, dass überall so viel gegen Mobbing gemacht wird und Hashtag Anti-Mobbing, wir gegen Mobbing und irgendwo, ich frage mich ja, wo fruchtet das? Ne? Und ich glaube einfach, dass es ein ganz, ganz, ganz großer Schritt wäre, aber dafür bräuchte man einfach viel zu viele Menschen, einfach mal an Schulen zu gehen und Aufklärung zu betreiben und nicht, dass der Lehrer mal eine Stunde Mathe nutzt, um irgendwie so ein bisschen zu sagen, seid lieb zueinander, mobbt euch nicht, Mobbing ist blöd, sondern wirklich mal, dass Menschen, die wirklich betroffen sind, so wie ich zum Beispiel, bei mir hat das zu einer Essstörung geführt, die ich heute mit 31 immer noch habe, dass solche Menschen mal sich vor eine Klasse setzen und erzählen, was passiert ist und was sie damit anrichten können, was sie bei Kindern anrichten können, bis ins Erwachsenenalter oder das Leben lang. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, wie viel sie anrichten können. Und diese Essstörung, die ich damit bekommen habe, die kriege ich nicht mehr weg, das weiß ich. Ich bin jetzt 31, so klar, das ist besser geworden, aber weg ist die nicht. So, das kommt alles aus dieser Mobbingzeit, weil ich immer dachte, okay, ich habe Übergewicht, das heißt, ich bin kein guter Mensch. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch bei der Frage geblieben bin. Doch, voll. Ich würde nur aus dem Chat kam noch eine Nachfrage jetzt speziell auch zu deinen Erfahrungen beim Thema Mobbing. Also erstmal krass, was du alles erlebt hast. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man durch so eine Zeit irgendwie es durchschaffen kann. Ob LehrerInnen das nicht mitbekommen haben müssen. Also selbst wenn du mit deiner Familie nicht geredet hast in der Zeit damals, und das ist ja auch was man sich heute immer fragt, wenn man von Mobbing-Erfahrungen, du sagst, deine FollowerInnen schreiben dich öfter an, ne? Das passiert ja normalerweise nicht nur abends um 9 an der Bushaltestelle, wo niemand zuschaut, sondern zumindest die Stufen darunter erlebt man ja dann auch an den Schulen selbst. Also
Haben LehrerInnen von dir das mitbekommen? War denen das egal? Oder hatten die selber, was ja, also was ich auch oft erlebt habe, dass LehrerInnen selber Angst haben, ins Mobbingradar der eigenen SchülerInnen zu kommen? Also man darf sich das ja auch nicht so vorstellen, als ob LehrerInnen irgendwie Roboter wären und keine Sorgen hätten, am Ende auch Probleme zu bekommen und Angst zu haben, zum Job morgens zu gehen. Also hast du da Erfahrungen gemacht? Hast du da Hilfe bekommen? Ich habe auf jeden Fall auch die Erfahrung gemacht, dass Lehrerinnen, ich habe gespürt, dass sie Angst haben auch, aber die haben schon was gesagt. Also klar, es wurde mal angesprochen. Wie gesagt, es gab eine Klassenkonferenz für den einen Mitschüler, der es ganz, ganz besonders doll gemacht hat. Aber das bringt halt einfach nicht viel, weil die suchen sich dann andere Wege. Da warten sie vor der Schule. Ne, wenn sie es nicht in der Pause machen, dann haben sie gewartet, bis ich aus der Schule rausgegangen bin. Irgendwelche Wege werden die immer finden. Ich glaube, es muss im Kopf einfach ankommen. Die müssen einfach mal vor Augen geführt bekommen, was sie damit anrichten können und ob das so das ist, was sie sich für andere Menschen wünschen. Ich glaube, es muss einfach im Kopf stattfinden. Einfach so ein bisschen du und Klassenkonferenz oder wir sagen das deinen Eltern, ich rufe mal deine Mutter an. Ich glaube, das bringt einfach nicht viel. Ja, also es ist auf jeden Fall total schwierig und ich finde auch gerade im Baustein Schule, die Schulen heutzutage und auch früher, das System besteht ja seit längerem, sind ja wirklich so aufgebaut, dass es, ich sag mal, Glutherde des Mobbings sind, weil wenn man sich überlegt, wie würde ich ein System basteln, wo Mobbing entstehen kann, dann würde ich wahrscheinlich auf unser Schulsystem kommen, wildfremde Leute alle in eine Klasse stopfen, niemand darf sich irgendwie richtig was aussuchen, es ist nicht nach Interessen groß gefächert oder nach Gemeinsamkeiten und so weiter und so fort. Und hingehen muss man auch, egal was passiert, durch die Schulpflicht. Nike ist ja unsere Schülerin sozusagen in der Runde und hat sicher nochmal den ein oder anderen aktuelleren Bezug oder Momentaufnahme in Sachen Schulzeit. Du hast ja schon vorhin gesagt, gibt es oder hast auch jetzt viel genickt, ne, dass es sich jetzt nicht grundsätzlich geändert hat und wir befinden uns natürlich auch noch im gleichen System. Das, was Pat da erzählt, schockiert mich schon, ehrlicherweise. Das habe ich in meiner Schulzeit so nicht mitbekommen. Bei uns gab es aber auch Sachen wie, habe ich schon mit Henrik drüber geredet, das Lesbenspiel. Das gab es nicht schulweit, aber in meinem Umfeld. Eine, die besonders queer aussah, war als die Lesbe beschimpft und gebrandet. Und dann wurden die Mädchen gegen die geschubst und wenn man nicht schnell genug weggekommen ist, sondern Berührung stattfand, dann war man auch die Lesbe, weil es natürlich ansteckend. Klar. Wow. Ich habe 2012 Abi gemacht, also auch nicht gestern, aber auch nicht so ewig her, ne? Und bin im Landkreis Gifhorn zur Schule gegangen. Also es ist Surprise, auch im Landkreis Gifhorn gibt es solche Geschichten. Und zu meiner Zeit, und das kriege ich auch bei Schulklassen, die mich im Landtag besuchen, frage ich auch gerne die mal was. Auch mit das schwul, lesbisch. Immer noch so Lieblingsschimpfwörter sind, sage ich mal. Niki, du hast ja gesagt, du gehst auf eine IGS. Ich bin aufs Gymnasium gegangen. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass es an der IGS vielleicht noch ein bisschen netter zugeht oder irgendwie, weiß ich nicht, anders. Dominik grinst auch schon. Wahrscheinlich stimmt das nicht so, diese Hoffnung. Aber was sind denn so deine Erfahrungen gerade mit Mobbing und auch, würdest du denn sagen, dass heutzutage es eher weniger ein Problem ist, wenn man sich als schwul outet, weil, was ja auch viele Ältere dann, das ist ja total hip. Das ist ja gar kein Problem mehr bei diesen jungen Leuten, das ist ja modern, das ist ja im Trend. Würdest du das bestätigen oder sagst du, vielleicht doch noch nicht alles so cool? Und was würdest du als Schülerin sagen, was würde denn euch helfen in der Schule sozusagen gegen Mobbing generell und auch gerade, wenn man selber queer ist oder selber queere Personen im Freundeskreis hat, was würde denn jungen Menschen an Schulen helfen, damit es ihnen einfacher fällt, sich zu outen? Und das Mobbing findet ja aber auch oft vor dem Outing statt, also generell Mobbing zu verhindern. Also an unserer Schule der IGS Sassenburg sind sehr, sehr viele Personen, sehr viele LehrerInnen tolerant. Wir haben ebenfalls LGBTQ+-Vertretung in der Lehrerschaft und die geben das auch öffentlich preis. Und unsere Schule postet ebenfalls auf den sozialen Medien übers Queersein und liked Beiträge und hängt Plakate auf. Also unsere Schule gibt sich da viel Mühe, die Schülerschaft zu repräsentieren.
Und bezüglich des Queerseins ist es bei uns an der Schule kein, also es ist nicht mehr so extrem wie früher. Aber natürlich kommen immer noch diese Sprüche mit, du Lesbe. Und das, es gibt bedauerlicherweise immer noch Personen, die das als Beleidigung ansehen. Aber es ist wesentlich zurückgegangen und die Lehrkräfte setzen sich da auch ein. Aber durch die Digitalisierung ist natürlich auch das Mobbing jetzt zum Cybermobbing geworden. Die LehrerInnen bekommen davon nichts mehr so wirklich mit, weil alles anonym stattfindet. Und dementsprechend haben die Mobber, die Angreiferinnen, auch keine Folgen davon. Und es wird nicht angesprochen. Also was mir so immer auch aus der Schulzeit sehr krass hängen bleibt, also ich weiß gar nicht, also ich selber habe mich damals nicht geoutet, weil ich mein inneres Outing noch gar nicht hatte und gar nicht geschnallt habe, was bei mir los ist. Aber wir waren 120 Leute im Jahrgang und ich war nicht mit allen befreundet, so viel ist klar, aber ich kannte keine einzige Person in meinem gesamten Jahrgang, die offen dazu gestanden hat oder offen darüber gesprochen hat, nicht heterosexuell zu sein oder, wenn man es ein bisschen weiter fasst, nicht cisgeschlechtlich. Und jetzt mittlerweile, ich habe natürlich nicht Kontakt zu all meinen ehemaligen MitschülerInnen, aber so ein bisschen kriegt man ja auch über Social Media und Co. mit. Ich glaube, es sind mittlerweile, inklusive mir, 3 bis 4 Personen, die geoutet sind, von 120. Das ist schon mal mehr als 0, ja, aber es kann eigentlich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Deswegen finde ich das immer so ein spannendes Indiz, wie offen es denn wirklich ist. Gibt es denn bei euch im Jahrgang geoutete Personen? Ist es, ne, also wie geht man damit um an deiner Schule? Ist es alles dann cool? Ja, also es gibt sehr viele geoutete Personen bei uns an der Schule, würde ich sagen. Bei uns im Jahrgang würde ich jetzt mal 5 sagen, von denen ich weiß. Wie groß ist dein Jahrgang? Auch so um die 120 müssten es sein. Also ihr habt uns schon übertroffen. Ja. Auch Transgender-Personen, die geben sich durch Marken oder Pins, was sie an ihre Rucksäcke haben, auch präsent. Und also es ist eigentlich kein Problem, sich so zu repräsentieren, wie man ist. Also das freut mich gerade mega, weil gerade bei vielen SchülerInnen, mit denen ich so im Kontakt stehe, klingt das alles immer so, naja, genauso wie bei uns damals. Wir haben im Chat noch von einer Lehrerin noch ein bisschen was gepostet bekommen. Das ist natürlich auch immer, wie schon gesagt, auch LehrerInnen können von Mobbing betroffen sein. Und es ist natürlich mega cool, dass es dann bei euch offener ist und ihr auch in der LehrerInnenschaft AnsprechpartnerInnen habt. Vielleicht die Frage auch an Lien. Gibt es denn von Seiten des queeren Netzwerks auch irgendwie Ideen, wie man auch den LehrerInnen an den Schulen irgendwie Beratungsangebote und Rückenstärkungsangebote sozusagen geben kann? Weil einmal geoutet, das Problem haben wir alle, einmal geoutet lässt sich das nicht so gut zurücknehmen. Und wenn das dann mein berufliches Umfeld ist, bei der Schule kann ich ja sagen, okay, ich bin meinetwegen in der 10. Klasse, ich habe noch ein paar Jahre und dann bin ich hier weg. Wenn ich aber vorhabe, die nächsten Jahrzehnte an dieser Schule zu unterrichten und das funktioniert alles nicht so gut und ich werde dann im eigenen Kollegium gemobbt, dann ist das natürlich ein Riesenproblem. Ihr habt ja mit den Queeren Wespen sozusagen gestartet, aber wollt ihr da auch noch einen Fokus dran legen oder sagt ihr, andere Organisationen machen das schon? Ja, ich muss gerade tatsächlich sagen, ich bin gerade etwas überfragt, was die Schulen angeht, was mit den Lehrern. Also ich denke, Dominik kann da bestimmt ziemlich gut selber was zu sagen, weil er ja quasi einfach in dieser Rolle steckt. Aber meiner Meinung nach würde ich auch einfach frage ich doch mal andersrum und Dominik kann ja dann gerne auch ergänzen, ob ihr speziell vom queeren Netzwerk noch was empfiehlt. Ich meine, wir sind ja alle hier in dieser Runde zur Schule gegangen und die Frage kam ja auch zum Thema Schlau e.V. Ich würde Henrik hat noch eine Frage an Pat, eine sehr wichtige. Und dann würde ich auf euch nochmal ganz konkret zum Bereich Schule wieder zurückkommen. Aber jetzt die LehrerInnenschaft rausgeklammert. Was würdest du dir denn für den Landkreis Gifhorn wünschen? Oder wie kann denn sowas ausschauen? Weil
Wir müssen ja auch erstmal an die LehrerInnen rankommen und wir wissen natürlich, dass das schon schwierig genug ist bei den SchülerInnen. Ne? Aber LehrerInnen sind jetzt auch nicht unbedingt besser zu erreichen über Social Media oder Beratungsangebote, die man auch erstmal kennen muss. Hast du da eine konkrete Idee oder sonst, wie gesagt, gib gerne auch an Dominik weiter. Ich würde einfach mal ganz stumpf jetzt an Dominik weitergeben. Alles klar. Ja, das Schule ist tatsächlich mein Steckenpferd, dadurch, dass ich ja selbst Lehrkraft an der Schule bin, verzahnt sich das ein bisschen und wie schon erwähnt, wir haben vor, mal sowas wie Schlau auch in Gifhorn zu installieren, solche ganzen Sachen sind aber immer ganz, ganz lange Wege, also das geht alles nicht von heute auf morgen, das wird ein paar Jahre brauchen, wenn überhaupt und für queere LehrerInnen weiß ich, dass es tatsächlich aber schon viele Gruppierungen und Netzwerke gibt. Also die GEW selber hat beispielsweise, also die Gewerkschaft Erziehung und Wissen, die sich quasi ja auch um Lehrkräfte kümmert, die hat eine eigene Gruppe für queere Lehrkräfte, die es gibt. Es gibt in Braunschweig einen Stammtisch für queere Lehrkräfte vom Onkel Emma dort angesiedelt, also im queeren Zentrum dort, wo man sich treffen, vernetzen und austauschen kann. Das gibt es alles und das sind quasi dann alles wieder Sachen, da muss man erstmal von wissen, weil da kommt man so nicht drauf. Und wenn man dann irgendwo quasi Probleme hat und dann bei sich zu Hause sitzt, dann weiß man ja nicht genau, wonach soll ich denn jetzt suchen? Wo finde ich denn jetzt Hilfe? Was muss ich denn gucken? Und genau das ist dann auch so eine Kernaufgabe, die wir haben, dass wir als Netzwerk, der Name sagt es quasi, als Netzwerk genau wissen, wo was ist. Und wenn sich Leute bei uns melden, gleich vermitteln können, okay, geh mal da und dahin oder guck dir mal das und das an, schau dir mal dies und jenes an, etc. Also es gibt da eine ganze Menge. Das kommt alles aber erst so nach und nach. Und zu Schulen allgemein muss man natürlich auch festhalten, Schulen sind immer ein Spiegel der Gesellschaft. Das heißt, je nachdem, wie weit die Gesellschaft ist, sind auch die Schulen so weit. Und solange es immer noch auch normal ist, auf der Straße mit schwul oder lesbisch oder was auch immer beleidigt zu werden, genauso wird das auch in Schulen sein. Also das kriegt man nicht weg. Und da ich selbst meine eigene Lehramtsausbildung noch nicht so lange her ist, muss man auch einfach sagen, das ist auch dort immer noch nicht angekommen. Also wenn weder im Studium noch im REF oder allem, was da kommt, wird irgendwie auf queere Lernende in der Schule oder geschweige denn auch queere Lehrkräfte eingegangen. Das heißt, da müsste man auch nochmal eine ganze Menge machen. Da hinkt man einfach ewig hinterher. Und solange da nicht irgendwie gesellschaftlicher Druck oder so doch mehr fordert, wir müssen, weil es ist Schule und das ist ein ziemlich wichtiger Ort, welche negativen Folgen das haben kann, haben wir jetzt gehört. Solange da dieser Druck nicht da ist, wird da auch erstmal nicht viel kommen, fürchte ich. Also ich habe im Hintergrund gerade nochmal mit Henrik abgeklärt, dass wir vielleicht doch nochmal wirklich gerade beim Punkt Schule bleiben, weil es gerade ja auch sehr spannend ist. Und ich glaube, am Chat sieht man auch, dass es einige Leute interessiert. An den Schulen kommen wir halt auch eben leider nicht vorbei. Und wenn man sich dort nicht wohlfühlt, dann hat man ein verdammt großes Problem. Also ich kenne das, wie das ist, morgens mit Bauchschmerzen aufzustehen. Bei mir lag das noch an ein paar anderen Sachen, unter anderem am frühen Unterrichtsbeginn. Damit konnte ich noch nie so viel anfangen. Mein Biorhythmus ist da anders. Spoiler Alert, auch als Abgeordnete hat man nicht so bessere Aufstehzeiten. Augen auf bei der Berufswahl. Felix schreibt hier gerade, dass er leider die gleichen schlechten Erfahrungen macht, auch auf einer IGS. Also die Erfahrungen, das natürlich klar sind, immer sehr unterschiedlich. Junge Leute sind nun mal alle in der Schule zu finden. Das ist natürlich auch das Spannende daran. Vielleicht könnt ihr noch mal, du hast ja schon, Dominik, angemerkt, dass ihr auch Schlau Präsenz hier plant. Vielleicht kannst du auch noch mal grob oder auch Lean ihr erklären, was Schlau e.V. wirklich konkret ist. Pat hat es ja indirekt schon erklärt beim Thema Mobbing, ne? Das Thema selber Menschen, die auch betroffen klingt so blöd beim Thema Sexualität und Geschlecht, ne? Aber wissen, wovon sie reden, aus einer persönlichen Perspektive an Schulen gehen und dann auch dementsprechend persönliche AnsprechpartnerInnen sind. Genau. Das also nochmal vielleicht erklären, warum das so cool ist und warum wir das auch in Gifhorn viel, viel mehr brauchen. Es gibt ja auch eine sehr aktive, schlaue Braunschweig-Gruppe, die auch sehr, sehr cool ist. Und auch, was denn generell wir für eine Atmosphäre an Schulen brauchen. Also ich persönlich bin zum Beispiel ein großer Fan, das, was Nika erzählt hat, dass es auch klare Ansprechpersonen im LehrerInnenzimmer gibt für Menschen, die merken, okay, ich überlege, ob ich mich oute oder ich werde gemobbt, weil ich für schwul gehalten werde. Vielleicht bin ich es auch nicht mal so, ne? Ist ja dann irrelevant, aber an jemanden sich wenden können,
Was wären denn da eure Wunschvorstellungen? Und das dauert natürlich alles, aber ich sag mal, wie soll es in 10 Jahren im Landkreis Gifhorn in Bezug auf Schulen aussehen? Ja, also so ein Ideal in Landkreis oder in Schulen generell wäre eigentlich, wenn wir Schlau gar nicht bräuchten. Also wenn ich jetzt sage, dass wir in 10 Jahren ein Ideal haben, dann haben wir da einfach kein Schlau, weil Schulen das von alleine so gut hinbekommen können. Da hast du voll recht. Genau, ansonsten ist Schlau ja ein Bildungsprojekt, was ein Aufklärungsprojekt, was in die Schulklassen geht und dann tatsächlich Workshops abseits der Lehrkräfte macht. Das heißt, die Lehrkräfte verlassen den Klassenraum und die Klasse ist dann nur mit dem Team von Schlau zusammen und dann wird dort auch über das Outing gesprochen, es werden verschiedene Methoden angewendet etc. Und das ist eine Aufklärungsarbeit, die, glaube ich, viele Lehrkräfte so auch nicht unbedingt leisten können, weil sie diesen Blick gar nicht haben. Wenn man selbst nicht unbedingt betroffen ist oder gewisse Sachen nicht durchgemacht hat. Ich meine, wenn ich jetzt mal ganz doof gesagt, aber irgendeinen standard-heterosexuellen Menschen anspreche und sage, ja, wie war denn so deine Jugend? Das Outing war bestimmt schlimm. Dann gucken die dich, glaube ich, mit Augen an, hä, was willst du? Also ist das gar nicht so leicht, sowas überhaupt nachzuempfinden. Deswegen denke ich, brauche es da schon Leute, die das halt können und müssen, beziehungsweise die das einfach authentisch rüberbringen können, was sie erlebt haben und wie das war. Das heißt, wir würden uns sogar wünschen, dass es überhaupt so etwas wie Schlau in Gifhorn gibt, dass das auch genutzt wird und dass dieses Angebot da ist, dass es auch von Lehrkräften da ist. Und klar ist das auch ein Optimalfall, wenn wir in jeder Schule eine Ansprechperson hätten, die für queere Jugendliche genau dafür zuständig ist. Im Idealfall wäre diese Person in der Schule selbst noch queer. Das sind aber, finde ich, alles so Ideale, die sind gut und wichtig und man sollte danach streben, ob man das erreicht, ist was anderes. Aber es gibt viele Schulen, die auch schon andere Mittel und Wege gefunden haben, beispielsweise Vielfalt AGs anzubieten und dann die Jugendlichen selbst zu empowern und zu motivieren, was zu machen. Genauso wie es auch Lehrkräfte gibt, die dann beispielsweise die Funktion als Vertrauenslehrkräfte oder sowas an Schulen innehaben oder eben auch Schulsozialarbeiter, die eine sehr wichtige Rolle haben und die sich dann auch immer mehr damit befassen, sodass sie nicht hilflos sind. Und solange es das quasi noch gibt, ist, glaube ich, einer der besten Wege, die wir aktuell fahren können, wirklich das Vernetzen, dass wenn Schulsozialarbeiter beispielsweise irgendeinen Fall haben, wo sie selbst nicht weiter wissen oder wo sie als Ansprechperson überfordert sind oder, dass sie immer relativ schnell und unkompliziert auf Experten zurückgreifen können, die dann unterstützen. Ja, vielen Dank, Dominik. Ich glaube, das war jetzt eine sehr wichtige Diskussion und im Chat ist ja auch nochmal deutlich geworden, dass das Mobbing jetzt auch nicht weniger ist als früher. Also deshalb ja auch der Name der Veranstaltung, ne? Mobbing 2.0 wegen Web 2.0 und Social Media, auch das spielt da eine Rolle. Ich glaube, vielleicht eine gute Sache bringen die sozialen Medien doch, dass vielleicht auch alternative Lebensmodelle etwas Sichtbarkeit bekommen können im Vergleich zu meiner Jugend. Zumindest kann man sich da auch mal etwas anschauen, was nicht so dem klassischen Modell entspricht. Ich möchte aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Buch kommen und zwar an Pat gerichtet. Du beschreibst in deinem Buch eine Frage, die dir, so wie du sagst, immer wieder von irgendwelchen nichtigen und übergriffigen Menschen gestellt wurde. Und sie lautet, bist du schwul? Also ich habe da ja nichts gegen. Und einige stellten sie bewusst, um dich zu ärgern. Andere fehlte mit deinen Worten schlicht, ich zitiere, das Hirnareal, in dem sich zumindest ein Hauch von Empathie hätte befinden sollen. Und weiter schreibst du, gab es einen Gott, so musste er bei diesen Menschen tief und fest gepennt haben, als die Verteilung von emotionaler Intelligenz anstand. Du hast nie verstanden, weshalb es anderen Menschen so wichtig war zu wissen, mit welchem Geschlecht du das Bett am liebsten teilst. Und du hast es deshalb auch vermieden, so kann man dem Buch entnehmen, dich auf Partys aufzuhalten, auf der zum größten Teil heterosexuelle Menschen waren. Ja, dir war es nie egal, wie andere Menschen von dir denken. Und so galt auch auf deinem Dorf stets die Devise, was könnten wohl die Nachbarn denken, wie auch in dem bekannten Lied von den Ärzten. Kannst du uns noch einmal in deinen Worten beschreiben, was an dieser Frage der eingangs genannten eigentlich schlimm ist? Ich glaube, die ist einfach unfassbar übergriffig, weil ganz viele Menschen, die diese Frage gestellt bekommen, selber noch gar nicht wissen, was mit ihnen Sache ist. Ne? Ich meine, Imke hat es auch schon gesagt, sie brauchte selbst eine ganze Weile, um zu realisieren, was ist eigentlich genau mit mir los, was möchte ich, wo will ich hin, sozusagen. Und ich glaube, das ist einfach für viele sehr
ja, überfordernd ist, auch wenn es gar nicht mal böse gemeint ist. Ne? Die Leute, das ist ja ganz oft so, dass sie sagen, boah, bist du eigentlich schwul? Also gar nicht böse gemeint, ich habe gar nichts gegen Schwule. Dann denke ich mir immer so, ach nett, schön zu wissen, ja, toll, setze ich eigentlich voraus. So, ja, das ist einfach unbedacht, sowas zu fragen, gerade wenn einige selbst überhaupt nicht wissen, wo es für sie hingehen soll. Und ja, generell das nicht zu fragen. Das Coming-out, was ich hatte, wo ich den Brief an meine Freundin geschrieben habe, das liest man dann auch im Buch, die wusste das längst. Also was heißt wusste? Die hat sich das längst gedacht. Ne? Also irgendwie hatte sie es schon längst im Gefühl, aber sie hat zu mir gesagt, ich habe damit gerechnet, dass irgendwann diese Aussage fallen wird, aber ich wollte dich diesen Schritt gehen lassen. Ich wollte warten, bis du soweit bist, bis du es mir sagst. Mir stand es nicht zu, dich das vorweg zu fragen. Ich kann nicht entscheiden, wann dein Moment ist. So, und das ist halt so das Wichtige, dass man, wenn man es wirklich nicht böse meint, ich meine, die es beleidigend meinen, ist nochmal eine ganz andere Sache, aber die es wirklich nicht böse meinen, dass man erstmal irgendwie überlegt, was man Menschen für Fragen stellt. Auf jeden Fall. Also nicht jede Frage ist eine kluge Frage, auch wenn man das ja immer sagt. Und sich zu überlegen, ich finde das ja auch vielleicht eine Form von Nachdenken, ob die Person die Frage vielleicht auch übrigens 10.000 Mal schon gestellt bekommt und auch gar keine Lust mehr hat, auf so einen Blödsinn zu antworten, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Vielleicht noch eine Sache, ich kann nicht an mich halten sozusagen, denn im Chat kam noch das ganz wichtige Thema Schulbücher auf. Nur der Hinweis, es ist 3 Jahre her, dass wir eine rot-grüne Landesregierung hatten und Schule, Bildungspolitik ja Landessache ist. Wir Grünen waren da tatsächlich sehr, sehr hinterher. Wir haben auch ganz viel Geld versucht, in den queeren Bereich zu geben, damit sich Strukturen bilden können. Das hat auch wunderbar geklappt. Die Mittel sind leider jetzt unter SPD und CDU wieder deutlich gekürzt worden. Das ist sehr problematisch, weil wir eigentlich die Strukturen dringend brauchen in Niedersachsen, in einem Flächenland. Mit den Schulbüchern haben wir auch tatsächlich genau das Gleiche gemacht, was in Baden-Württemberg zu so riesigen Demos geführt haben und zu diesem Vorwurf der Frühsexualisierung von Kindern und völligen Unsinn. In Niedersachsen hat das interessanterweise nicht zu so einem Aufschrei geführt. Da habe ich das Gefühl, wir sind als Bevölkerung vielleicht schon weiter als der Süden Deutschlands und haben auch als Gesetzgeber ja letztendlich beschlossen, dass Schulbücher mehr Vielfalt repräsentieren müssen. Leider, ihr könnt euch das vorstellen, man macht das als Regierung und dann guckt man mal ein Jahr später, was passiert ist, und bis die Schulbuchverlage das auch umsetzen, dauert es ewig und man muss hinterher sein. Und die jetzige Landesregierung ist da offensichtlich nicht so hinterher. Das heißt, wir bewegen uns da wirklich in kleinen Schritten. Aber das zeigt auch wieder, dass da gerade auch die Landesebene eine große Verantwortung hat, gerade im Bereich Bildung und Schule. Aber ich würde jetzt nochmal zum Thema Dorf zurückkommen und zum Thema Party feiern. Das geht ja aktuell nicht. Lien, hast du vielleicht für uns eine Antwort? Da mache ich mir ja große Sorgen drum, ne? Wenn man jetzt in der Stadt Gifhorn aufwächst. Ist ja fast Großstadt schon, ne? Nee, aber ich selber bin in der Stadt aufgewachsen. Ich habe schon immer das Gefühl, meine Freundinnen vom Dorf, da schlägt die Uhr noch anders. Ich weiß jetzt nicht, wo ihr alle einzeln aufgewachsen seid, aber das ist als queere Person auf dem Dorf heutzutage klar mit digitaler Vernetzungsmöglichkeit auch nochmal irgendwie ein bisschen anders aussieht als ganz früher, aber trotzdem, wie das mit queeren Menschen denn auch in unseren schönen kleineren Dörfern so geht und ob ihr euch denn da schon drüber Gedanken gemacht habt oder Pläne habt oder du auch Visionen und Ideen hast oder sonst auch Dominik, wie ihr denn an die Menschen auf den Dörfern rankommt und die unterstützen wollt und dort auch mehr queeres Leben ermöglichen wollt, was ich mir erstmal sehr herausfordernd vorstelle. Ja, also dazu kann ich eigentlich jetzt nur sagen, dass wir tatsächlich viele Jugendliche haben, die wirklich aus Dörfern kommen. Also wir haben jetzt gar nicht so viele, wo wir sagen können, die kommen direkt aus Gifhorn, sondern viele, die wirklich mit dem Zug aus Wittingen zu uns kommen oder aus Neudorf-Platendorf da die Ecke oder halt auch die andere Ecke fast Richtung Braunschweig. Also der Landkreis hat ja schon seine Größe und da sind auch viele eigentlich bei uns mit dabei, die da aus dem Dorf kommen und die halt wirklich über Social Media, über unseren Instagram, Facebook-Account
auf, halt einfach auf uns aufmerksam geworden sind. Viele halt auch durch ihre Freunde oder halt auch durch die Schule, weil wie Miki ja schon meinte, die hat da in ihrem Jahrgang ja einige, die da auch zu uns gehören. Ja, also wir erreichen auf dem Dorf eigentlich schon relativ viele Jugendliche. Ist das denn, also redet ihr damit mit den Leuten vom Dorf, die bei, also total cool, dass sie zu euch finden. Ich weiß, dass es in der Grünen Jugend immer so das Problem, zumindest zu meiner Zeit damals gab, wenn man Elterntaxi nicht so gut findet oder die Eltern vielleicht auch andere Sachen zu tun haben, als einen in die Stadt zu fahren, ist ja je nach Dorf die Busanbindung, semi ausgeprägt, gerade aus dem Nordkreis. Das ist natürlich nochmal irgendwie gefühlt eine halbe Weltumreise, ne? Als junge Person. Und habt ihr da schon drüber diskutiert? Wisst ihr von Leuten, die nicht zu euren Treffen kommen, was ja erstmal für eine stärkere ÖPNV-Anbindung im Landkreis Gifhorn auch sprechen würde? Und macht ihr da irgendwie auch jetzt in Corona wahrscheinlich sowieso Videokonferenzen? Wollt ihr das weiterführen nach der Pandemie auch? Also, dass ihr irgendwie digitale Angebote dafür stärkt, für die Leute, die vielleicht nicht jeden Nachmittag in die Stadt Gifhorn fahren können? Ja, also jetzt momentan halt, ne, wie schon gesagt, machen wir das eigentlich regelmäßig immer zu unseren gegebenen Zeiten mit den Videokonferenzen, weil es ja persönlich einfach nicht momentan noch nicht geht. Und ja, also wenn ich halt zurückdenke an die Zeit, wo wir uns halt noch treffen durften, da sprechen wir mit unseren Jugendlichen auch ja viel. Und viele haben auch Kontakt privat, dass die da zum Beispiel Fahrgemeinschaften gründen, dass sie halt dann einfach zusammenkommen, wenn da irgendjemand irgendwie abgeholt wird, dass dann wer anders noch mitgenommen wird. Einige haben halt eigentlich schon so die Gelegenheit, zu uns zu kommen oder zu uns zu finden. Aber wie du es halt schon gesagt hast, es ist halt wirklich schon nötig, dass hier die Busverbindungen etc. halt einfach ausgeprägt werden, weil ja viele dann auch, also wie man es dann mitbekommt, viele halt abends einfach das Problem haben und quasi nicht mehr nach Hause kommen würden und weshalb dann halt eins der Elternteile fährt, ja. Wo wir wieder die Brücken zu Akzeptanz in der Familie geschlagen haben. Heimlich sich wegschleichen, klappt dann weniger gut. Genau. Das ist auch gerade im Landkreis Gifhorn sehr wichtig, ne? Also ich meine, man muss sich bewusst machen, von Wittingen nach Gifhorn ist es fast eine Stunde. Und das zeigt einmal mehr, das hatten wir auch mit Dominik die Tage schon mal diskutiert, wie wichtig ein gut funktionierender ÖPNV für junge Menschen auch und insbesondere auch für queere Menschen ist, wenn eine Stadt wie Gifhorn einen Schutzraum bieten kann und auch Angebote für Unterstützung. Ja, ich möchte das gar nicht abwürgen, aber wir sind schon fast am Ende der Zeit. Deshalb möchte ich jetzt nochmal zum Abschluss ein bisschen zusammenfassen, das Buch zusammenfassen, aber auch noch eine Abschlussfrage zum Buch stellen an Pat. Und zwar deine toxische Beziehung zu einem Mann oder vielleicht auch die von dir beschriebene Oberflächlichkeit oder Sexualisierung gerade in der schwulen Welt hat dich im Buch letztlich in eine Essstörung getrieben. Du hast, ja, wie du schreibst, eine stark ausgeprägte Bulimie entwickelt, die dich letztendlich sogar in eine Klinik für essgestörte Menschen geschickt hat. Deine Jugend war geprägt von Schicksalsschlägen und starken psychischen und auch körperlichen Belastungen. Deine toxische Beziehung zu einem Mann, das psychische und auch physische Mobbing durch deine Mitschüler, die Bulimie, die Krebserkrankung deines Vaters und auch die häusliche Pflege, die lange häusliche Pflege deines Vaters bis zu seinem Tod und letztendlich dann leider auch deiner über alles geliebten Mutter, die ebenfalls an Krebs erkrankt ist. Dein Buch spendet Kraft, dass nach all solchen negativen Erlebnissen auch wieder schöne Seiten im Leben folgen können. Und du prägst den Satz, wenn du den Regenbogen sehen willst, dann musst du auch mal den Regen aushalten können. Wie hast du das alles geschafft und ausgehalten und wie geht es dir heute? So hart es alles vielleicht auch klingen mag, aber ich hatte trotzdem immer noch eine sehr komfortable Situation, was ganz viele Menschen nicht haben. Und zwar, ich hatte Freunde.
Ich hatte Freunde, sehr, sehr gute Freunde, Freundinnen, also wirklich Freundinnen. Mir fällt das Gender noch so schwer, ich bin noch am Üben, aber ich bin dabei. Ich habe dann einen neuen Partner kennengelernt. Ne? Also das hat mir schon sehr, sehr, sehr geholfen. Eigentlich hat mir genau das geholfen. Und ich stelle mir das so schwer vor für Menschen, für Jungs, für Mädels, die niemanden haben. Das gibt es ja auch, die sich wirklich niemandem anvertrauen können, die das Gefühl haben, sie können mit keinem reden. Und der Rucksack, den sie aufhaben, der wird immer schwerer und die Steine werden immer schwerer. Es gibt Suizide aufgrund von einsamen jungen Menschen. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das sein muss. Und deswegen sage ich so, ich fühle mich so privilegiert, wenn ich sage, ja, es war so furchtbar, aber ich hatte trotzdem eine starke Stütze immer um mich herum. Das ist halt wieder, dass ich würde immer und immer wieder zurück auf die Schulen kommen, weil da sind die Kinder ja gezwungen hinzugehen sozusagen, also können sie da auch aufgefangen werden. Aber es muss halt Menschen geben, die sie auffangen. Und das Problem ist ja ganz oft, dass so Menschen wie ihr oder auch Menschen wie ich auf Social Media Leute erreiche, die mich eh mögen. Die Menschen, die ihr erreicht, finden euch eh gut, weil sie vielleicht die Grünen wählen, weil sie, keine Ahnung was, sozial eingestellt sind. Wichtig sind halt die Menschen zu finden, die man sonst nicht erreichen würde. Und das kriegst du halt an Schulen sehr, sehr gut hin, weil da kriegst du sie alle, egal worauf sie stehen und was die mögen und wen sie wählen würden und wem sie auf Social Media folgen würden. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil, so viele Nachteile Social Media auch hat, sei es jetzt mit Cybermobbing, was Herr Nike schon angesprochen hat, was natürlich noch mal ein anderes Thema ist. Es gibt das Mobbing in der Schule und das Cybermobbing kommt ja heutzutage obendrauf. Und ich glaube einfach, dass das auch eine große Stütze sein kann, weil auf Social Media sich immer mehr Menschen präsentieren und auch auf YouTube Leute unterwegs sind, Männer, die sich schminken. Ne? Also das ist ja, wird ja immer normaler, Gott sei Dank. So ist wieder die Frage, was ist normal, was ist nicht normal. Aber ich glaube, dass wir da trotzdem auf einem guten Weg sind. Es ist auf jeden Fall auch schon besser geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach meiner Schulzeit, ich kann an meinen Händen absehen, wann ich Homophobie erlebt habe. Es ist bei mir in meinem Leben wirklich wenig geworden, sehr, sehr wenig, auch online. Ich kriege einmal im Monat einen Kommentarschwuchtel. Einmal im Monat. Das ist wirklich nichts bei der Reichweite. Das ist wirklich nicht mehr viel. Dennoch muss ich immer wieder sagen, es ist einfach viel zu viel noch zu tun und diese ganzen Anti-Mobbing-Kampagnen müssen auch ankommen. Und ich glaube, da sind die Schulen einfach der aller wichtigste Weg. Und Schulbücher sind auch wirklich das Paradebeispiel. Also wenn die Schulbücher wirklich viel, viel mehr auf gleichgeschlechtliche Paare auch eingehen, Kinderbücher, es gibt ja auch Bücher für Kindergartenkinder. Da gibt es richtig, richtig tolle Bücher mittlerweile und die müssen, und wenn es eine Erzieherin ist, die privat in die Tasche greift, sich dieses Buch bei Amazon wo auch immer bestellt und das mit in ihre Gruppe nimmt und das da vorliest. Wir müssen ja gar nicht mal unbedingt warten, bis irgendwie alles geliefert wird. Wenn einfach ein paar Menschen sich privat auch wirklich mal die Mühe machen würden und einen Zehner auf den Tisch legen, ich kaufe jetzt das Buch für meine Kindergartengruppe, für meine Schule, dann ist damit schon viel geschafft oder erreicht, ja. Das ist auf jeden Fall voll der gute und richtige Appell. Also vielleicht als Lesetipp und auch zum Verbreitern im Bekanntenkreis. Rollenstereotype, die fangen ja leider schon vor der Geburt an praktisch. Ne? Kinderzimmer wird dann pink gestrichen, weil das Mädchen ist. Also ich habe pink gehasst damals, ich fand blau toll. Die Böll-Stiftung, die hat eine tolle Liste, gerade an Kinderbüchern und auch gerade für Kita und Co. und in dem Alter, wo es halt so richtig reinhaut, die Stereotype. Für diejenigen, die mit kleinen Kindern irgendwie Kontakt haben, beruflich oder privat oder Menschen kennen, das ist immer ein ganz guter Hinweis, damit man das Rad nicht neu erfinden muss. Ja, Pat, das war eigentlich schon das perfekte Schlusswort, inklusive Appell, was du geliefert hast. Ich würde trotzdem sagen, wir machen noch mal eine kurze Abschlussrunde zum Ende jetzt hin mit allen ReferentInnen. Nike, vielleicht fangen wir mit dir an. Hast du noch was dir sozusagen auf der Seele liegt oder auch was du von heute Abend vielleicht mitgenommen hast oder was du unseren TeilnehmerInnen nochmal auf den Weg geben möchtest? Du bist stumm geschaltet noch. Einmal muss es pro Regina passieren, pro Person.
Also ich glaube jetzt, dass Patrick sein Buch auch auf jeden Fall vielen, vielen Jugendlichen Mut gibt, die vielleicht zur heutigen Zeit noch in so einer Lage stecken, wie er es damals tat. Und ich finde es immer noch super interessant, andere Sichten, andere Geschichten davon zu hören. Und das war allgemein sehr, sehr lehrreich hier. Und ich glaube, wir nehmen alle sehr viel hiervon mit. Cool, danke dir. Lien und Dominik, the stage is yours. Ja, ich kann ja anfangen. ja, wo soll ich denn anfangen? Ich glaube, als am wichtigsten könnten wir, glaube ich, mitnehmen, auch einfach durch das, was Pat jetzt gelesen hat und was auch berichtet hat, dass es einfach deutlich macht, wie wichtig Angebote überhaupt sind, dass man überhaupt irgendetwas schafft und wenigstens durch solche Angebote Stück für Stück es auch schafft, solche wichtigen Instanzen wie zum Beispiel Schulen, nicht mal die, sondern auch Freizeitangebote, letztendlich ja auch die Eltern zu Hause, immer Stück für Stück weiter zu sensibilisieren, weil von heute auf morgen kriegen wir das eh nicht hin. Das muss genauso sein, wie wir es auch geschafft haben, die Ehe quasi zu öffnen. Ein langer politischer Kampf, ein langer Weg mit ganz viel Aufklärung, ganz viel Geld, ganz viel Arbeit, um solche Sachen zu erreichen. Und ich glaube, genau das Gleiche, bei diesem gleichen Weg müssen wir in Gifhorn jetzt auch langsam gehen und uns da zumindest mal auf den Weg machen. Dann gucken wir mal, welche Abgabelungen und Zweigungen wir so finden. Da wird eine ganze Menge, glaube ich, zusammenkommen. Aber je mehr wir da, glaube ich, haben, desto besser ist es. Und ich glaube, wir wissen genau dann, dass wir das Ziel erreicht haben, wenn solche Angebote wie zum Beispiel unsere Jugendgruppe nicht mehr nötig sind. Wenn die nicht mehr gebraucht sind, weil wir dann sagen können, ja, wieso, sind doch alle irgendwo integriert etc. Es ist kein Problem mehr und es interessiert auch keinen mehr, wer auf was steht oder warum. Ich glaube, dann sind wir an einem Ideal angekommen, was traurigerweise vermutlich noch weit entfernt ist, aber nach dem wir, glaube ich, immer wieder streben sollten. Lien, magst du noch ergänzen? Ja, ich kann so viel gar nicht ergänzen, weil Dominik ja eigentlich schon fast alles gesagt hat. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, was ich vorher tatsächlich nicht wusste, worüber ich mir auch so gar nicht den Kopf gemacht habe, dass es halt wirklich auch eine Anlaufstelle gibt für Lehrer, die quer sind. Habe ich mir nie einen Kopf drüber gemacht. Aber es ist halt auch echt einfach interessant zu wissen, dass es diese Anlaufstellen auch einfach gibt. Und ja, ich kann das, was Dominik gesagt hat, eigentlich einfach nur bestätigen, dass wenn wir quasi irgendwann an einem Punkt sein sollten, wo es halt einfach nicht mehr an Bedarf ist, dass es irgendwie Jugendgruppen gibt oder einen geschützten Raum für queere Jugendliche oder Erwachsene, dass man dann sagen kann, dass man es geschafft hat, dass man an einem Punkt ist, wo es halt vielleicht einfach schon hätte früher sein sollen. Ja. Ja, voll, danke dir. Und Pat, also erstmal vielleicht auch von unserer Seite aus nochmal wirklich riesen Dank, dass du da auch so, also Vorbild klingt immer, finde ich, so krass, aber auf jeden Fall ein Mega-Vorbild sicherlich für viele junge Leute gerade auch bist und einen großen Teil zu queerer Sichtbarkeit beiträgst. Das ist mega, mega viel wert und man hat ja schon an deiner eigenen Geschichte gehört, dass Big Brother schon seit langer Zeit eine Rolle in deinem Leben gespielt hat. Ja. Aber auch damit hast du natürlich irgendwie nochmal, ich habe tatsächlich, ich gucke selten Fernsehen, aber ich habe sogar zufällig zwei, dreimal da reingeschaltet, da drin saß. Ich habe das vorher noch nie geguckt. Ich fand das immer super schräg und fand es ehrlich gesagt ein bisschen lustig, dich da zu sehen. Und in dem Versuch teilweise, zumindest habe ich die paar Male das so mitbekommen, diepe Gespräche zu führen und sehr differenziert irgendwie Sachen zu erklären. Und das war irgendwie sehr cool, das dann irgendwie im Privatfernsehen miterleben zu können. Insofern danke von uns, dass du, das ist eine Arbeit auch und irgendwie ja auch sicher, trotzdem, du sagst, einmal im Monat kriegst du nur einen blöden Kommentar bei Social Media, das überrascht mich sehr, voll gut, ich aber auch. Dich dann auch so in die Frontline zu stellen, wenn du noch irgendwie ein, zwei Sätze hast, vielleicht ist ja auch sogar ein, zwei Fans von dir hier mit bei, wir wissen es nicht, was Menschen auch helfen kann, irgendwie teilweise schwere Zeiten, wie du sie auch hattest, zu überstehen.
Ja, es klingt immer so abgedroschen zu sagen, aber es ist einfach mein Lieblingsspruch. Wenn du den Regenbogen sehen willst, dann musst du auch mal den Regen aushalten. Das ist so leicht gesagt. Ja, gut, aber wenn der Regen irgendwann zum Hagelschauer wird, wie soll ich das noch aushalten? Und ich kann das einfach immer nur wieder sagen, als damals mein Vater gestorben ist, als meine Mutter gestorben ist und ich sie bis zum Tod in den Arm gehalten habe. Ich habe so viel irgendwie gehabt, das ganze Mobbing-Thema, die Bulimie, und ich bin überall irgendwo rausgekommen. Ich habe es immer irgendwie geschafft. Und ich bin jetzt auch nicht der stärkste Mensch auf der ganzen Welt, aber trotzdem habe ich es geschafft. Und ich habe früher auch ganz ehrlich hin und wieder mal an Suizid gedacht in der jungen Zeit, weil ich dachte, was soll ich denn noch machen? So schnell abnehmen kann ich nicht, sonst hört es aber auch nicht auf, ne? Und hätte ich gewusst, was noch auf mich wartet, dass ich irgendwann ein Buch rausbringe, dass ich meinen Traum leben kann, bei Big Brother mitzumachen, was ich übrigens auch unter anderem mitgemacht habe, um solche Themen anzusprechen. Das war immer mein Ziel. Wenn ich da reinkomme, werde ich immer versuchen, diese Themen da irgendwo zu platzieren, dass sie gehört werden im Privatfernsehen, damit alle Menschen das mitbekommen. Oder auch sehen, dass so ein Homo wie ich trotzdem nett ist, wenn es nur das ist. Weißt du, wenn die 100 Tage gucken und sehen, boah, der ist aber echt feminin. Es ist ja echt, nicht gegen schwul, aber so feminin. Trotzdem bin ich nett. Oh Wunder. Ne? Trotzdem bin ich ein lieber Kerl. Und das war mir irgendwie wichtig. Und ich glaube, dass man muss einfach dran festhalten und sich nicht einigeln. Nach draußen gehen, Menschen suchen, und ich sage das immer wieder, sich Hilfe suchen, Freundeskreise suchen, dass man sich nicht alleine fühlt. Sei es, dass man bei irgendwelchen gemeinnützigen Organisationen mitmacht, sei es THW etc. oder sich bei den Grünen engagiert. Überall, wo Menschen eben sind, die auf Soziales, auf ein schönes Leben viel Wert legen, die einfach sich viel um andere Menschen kümmern. Und das ist ja oft bei gemeinnützigen Organisationen. Oder sei es, wenn man bei der Tafel mithilft oder. Es gibt ja diese ganzen Angebote. Nicht zu Hause bleiben, nicht versacken, nicht das Leben so hinnehmen, wie es ist und traurig bleiben, sondern rausgehen, aktiv sein, sich Gruppen suchen, Jugendgruppen, Organisationen und so weiter. Wenn man von alleine die Hilfe nicht bekommt, dann wirklich den Mut aufbringen, die Kraft aufbringen, die Hilfe zu suchen. Und die Hilfe wird kommen. Es gibt diese Menschen, die nett sind. Man muss sie nur finden. Und so schwer ist das gar nicht. Vielen Dank. Ja, also das war ja praktisch der Aufruf. Kommt zu uns. Wir sind praktisch, glaube ich, der queerste Kreisvorstand in ganz Niedersachsen, um mal so ein bisschen anzugeben. Ja, kommt zu uns. Und es bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als vielen Dank für diesen wirklich tollen Abend, auch wenn es so schwierige Themen waren. Ich glaube, es war wirklich wichtig, dass wir darüber diskutiert haben. Wir haben das aufgezeichnet. Es kann auch im Nachhinein also demnächst nochmal angeschaut werden. Und ich glaube, es wird auch was bewirkt haben, weil ich habe gesehen, es waren auch einige Menschen in Mandat und Funktion dabei, also auch Menschen, die im Rat oder im Kreistag sitzen. Also da kann sich etwas bewegen. Und ich glaube, jede Diskussion und jedes Gespräch darüber, das lohnt sich. Insofern vielen Dank an alle Referentinnen und Referenten und an alle ZuhörerInnen für diesen tollen Abend. Wenn ihr das auch so toll fandet wie wir, dann schreibt doch noch mal was Nettes in Chat oder vielleicht ein Plus-Symbol oder so einen virtuellen Applaus. Das wäre doch noch mal ganz nett für die ReferentInnen. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als euch allen einen wunderschönen Abend zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's. Vielen Dank auch. Das war's. Was macht man jetzt? Geht jetzt raus. Okay. Also, habt einen schönen Abend. Alles Gute, bis demnächst. Tschüss. Tschüss.